Full-size Candy Bars. Es gibt diesen Zeitpunkt in deinem Leben, an dem die Dinge, die du erlebt hast, nur noch Geschichten sind. Ich meine aber nicht, dass sie weniger wichtig oder nie geschehen sind, sondern sie werden eben zu Dingen, die irgendwann mal passiert sind. Egal wie sehr es dich mitgenommen hat, es ist nur eine Geschichte. Selbst wenn du derjenige bist, der sie überlebt hat. Vor 5 Jahren, als wir gerade 15 Jahre alt waren, beschlossen mein bester Freund Andy und ich, noch einmal auf Süßes oder Saures Tour zu gehen. Ich weiß, wir waren eigentlich zu alt und unsere Nachbarn würden vermutlich mit den Augen rollen, wenn wir dort auftauchen, aber wir nahmen an, dass sie mehr Süßigkeiten herausrücken würden, denn in unserem Alter war es wahrscheinlicher, dass wir irgendwelche Streiche bei ihrem Haus durchziehen würden, wenn wir nichts bekamen. Andy und ich waren nicht diese Art von Jugendlichen, aber das wussten die Leute ja nicht. Gratis Süßkram ist gratis Süßkram. Wir waren in einem Alter, in welchem es cool war, sich möglichst wenig anzustrengen. Und wir planten nicht, uns mit diesen miesen Süßigkeiten wie Butterscotch-Bonbons oder anderen Dingen, die man auf dem Süßigkeitenteller der Oma findet, zufrieden zu geben. Das hätten unsere Eltern früher vielleicht getan, aber wir lebten im digitalen Zeitalter. Wenn man weiß, wonach man sucht und mit einem Grundwissen in der Nutzung sozialer Medien, ist es möglich, seine Route vorher genau zu planen. Selbst vor 4 Jahren waren die Kids schon auf Twitter, posteten Fotos und machten Hashtags dazu, wo man die besten Süßigkeiten bekam. Heutzutage findet das vermutlich eher auf Instagram statt. Wir suchten nach dem Hashtag FullSize. Es kam uns wie eine gute Idee vor. Doch uns wurden auch nicht gerade wenig Fotos von Typen gezeigt, die von der Taille abwärts nackt waren. Es war halt kein hundertprozentig sicherer Weg, um Süßigkeiten zu finden, aber es war ganz okay. Nicht weit von Andys Haus entfernt fanden wir eine Straße, in der es 4 Häuser gab, bei denen full-sized Schokoriegel verteilt wurden. Jeder von uns hatte 3 verschiedene Masken. Ihr wisst schon, diese günstigen aus dem Plastik, die man sich mit etwas Gummiband um den Kopf schnallt. Die kosteten nur 1 Euro im Euroshop und die Ausgaben haben wir schon nach diesen paar Häusern mit Schokolade wieder reingeholt. Sicher, beim 3. Mal hatten die Besitzer es gecheckt, aber was macht das schon? Als wir uns auf den Weg machten, dauerte es nur noch eine knappe Stunde, bis die Lichter in den Häusern ausgeschaltet und die Kerzen in den Kürbissen gelöscht wurden. Wir sind etwas später los als die anderen Kinder. Schließlich waren wir älter und konnten dementsprechend nicht zur gleichen Zeit herumlaufen wie die Kleinen. Auf der Suche nach anderen Häusern in der Nähe, bei denen wir klingeln konnten, scrollte Andy erfolglos durch Twitter. Ich sah mir unsere fantastische Ausbeute durch, als er mir seinen Ellbogen in die Seite stieß und mir sein Handy vor die Nase hielt. »Hey, es gibt noch eins!« sagte er, seine Stimme wurde durch die weiße Skelettmaske gedämpft. Ich blickte auf das Display und sah ein Bild mit 3 Snickers in Originalgröße mit dem Hashtag FullSize. Andy scrollte das Bild mit dem Daumen nach oben und zeigte mir die Adresse. Es war um die 3 Kilometer entfernt, was dort, wo wir lebten, bedeutete, dass es mitten im Nirgendwo war, direkt am Rand des Waldes. »Junge«, sagte ich, »das ist super weit draußen. Bis wir dort sind, sind die schon im Bett.« Andy schüttelte seinen Kopf. »Nee, schau doch!« Er scrollte durch die Kommentare. Niemand ging dorthin. Alle sagten, dass es zu weit entfernt, zu gruselig oder was auch immer sei. Wenn sie extra die originalen Schokoriegel kaufen und dann kaum jemand auftaucht, werden sie sicher warten. Ich wette, das sind irgendwelche alten Säcke, die einfach nur wollen, dass Menschen sich daran erinnern, dass es sie noch gibt. Ich zögerte. Ich hatte keine Lust, so weit rauszugehen. Es war kalt und ich konnte sehen, wie beim Sprechen kleine Wölkchen hinter seiner Maske hervortraten. 3 Kilometer? Fragte ich. Andy versuchte mich mit einigen Beleidigungen, welche ich noch nie gehört hatte, anzustacheln. Keine davon spornte mich an, bis er sagte, dass sie uns, wenn dort sonst niemand hinging, vielleicht einen Haufen Süßigkeiten geben würde
ohne dass wir die Tour mit den Masken durchziehen mussten. Endlich stimmte ich zu. Selbst wenn es keinen Erfolg hatte, hätten wir zumindest etwas zu erzählen. Wir könnten es etwas aufbauschen, vielleicht sogar live twittern und viral gehen. Wir unterhielten uns auf dem ganzen Weg darüber, wie wir es so darstellen könnten, als wären wir in einem Horrorfilm. Nähern uns dem Haus, Hashtag creepy. Drinnen spielt seltsame Musik, Hashtag what the fuck. What the fuck? Einfach diese Art von Post, die uns Aufmerksamkeit verschaffen würde. Selbst wenn die Besitzer schon schlafen würden, könnten wir Fotos machen und es nach einer großen Sache aussehen lassen. Was sollten wir denn sonst mit unserer Zeit anfangen? Allerdings hatten wir das meiste davon vergessen, als wir dort ankamen. Das Haus lag tiefer im Wald, als ich gedacht hatte. Der Beginn der Auffahrt war 800 Meter von der Straße entfernt und sie war leicht gebogen, sodass man bis auf ein einzelnes Licht in einem Fenster nichts vom Haus erkennen konnte. Wir hielten nicht an oder taten sonst etwas Dramatisches. Wir waren so weit gelaufen und so sehr uns unsere Twitter-Idee begeistert hatte, waren wir auch müde und wollten einfach nur die Süßigkeiten holen und nach Hause gehen, um Horrorfilme zu schauen. Obwohl die Auffahrt so lang war, fühlte es sich an, als würden wir nicht allzu lange brauchen. Sobald wir es sehen konnten, wandte ich meine Augen nicht mehr vom Weg ab. Es war nur ein Licht an der Seite des Hauses an. Ich denke, es war das Licht der Garage. Und es schien aus dem Seitenfenster. Dementsprechend konnte man drinnen nichts erkennen. Auf der Veranda stand ein geschnitzter Kürbis mit einer flackernden Kerze darin. Aber es war wirklich schlecht gemacht. Als ob es die Arbeit eines kleinen Kindes oder eines alten Menschen mit einer lahmen Hand war. Doch an der Tür war ein Schloss. Ich meine kein Vorhängeschloss, jedoch eines dieser kleinen Tastenschlösser, welches an den Türen von Häusern angebracht sind, die zum Verkauf stehen. Siehst du, alte Menschen, die haben das, falls sie sich aussperren sollten oder so, sagte Andy in einem Tonfall, der zeigte, dass er sich selbst etwas unsicher war. Doch für mich klang es überzeugend genug, um meinen Arm zu heben und auf die Klingel zu drücken. Das Klingeln hatte kaum gestoppt, als die Tür auch schon geöffnet wurde. Andy und ich standen mucksmäuschenstill dort und starrten auf jene Gestalt im Türrahmen, von der wir nur annehmen konnten, dass es ein Mann war. Er war normal groß, etwas übergewichtig und er trug eine seltsame Maske. Die hatte zusammengekniffene Augen, wirklich dicke Backen und einen Mund, der aussah, als würde er die Luft anhalten. Hinter dem Mann hing eine einzelne rote Glühbirne, die ihn von hinten erleuchtete. Er stand einfach nur da und schnaufte hinter seiner Maske, während er zwischen uns beiden hin und her sah. Ich weiß nicht mehr, wer von uns zuerst sprach, aber endlich brachten wir doch noch ein süßes oder saures über die Lippen. Der Mann stand mindestens noch eine Minute dort und starrte zwischen meiner Fuchs- und Andys Schädelmaske hin und her, bevor sich umdrehte und tiefer ins Haus hineinging. Andy und ich sahen uns an. Obwohl ich seine Augen nicht sehen konnte, nahm ich an, dass sein Blick genauso verstört und verängstigt war wie meiner. Als wir zurücksahen, konnte ich sehen, dass der Mann eine Packung Schokoriegel aufhob. Als er sich langsam umdrehte, stieß sein Arm gegen das Geländer. Er grunzte, als die Packung aus seiner Hand fiel und die Schokoriegel sich auf dem Boden verteilten. Ein paar landeten sogar nur 30 Zentimeter hinter der Türschwelle. Der Mann grunzte und fluchte, als er sich herabbeugte, um sie aufzusammeln. Andy und ich regten uns nicht von der Stelle, bis der Mann sich schlussendlich umdrehte. Er war auf Händen und Knien und sammelte die Schokoriegel auf. Andy stieß mich in die Seite und zeigte auf den Schokoriegel, der in der Nähe der Tür lag. Ich glaube, dass ich meinen Kopf schüttelte, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Panik überkam mich und ich wollte einfach nur noch weg, also streckte ich meine Hand aus, um den Schokoriegel zu greifen. Der Mann hatte uns immer noch den Rücken zugewandt und ich wusste, dass ich einfach noch einen Riegel schnappen und wir dann davonrennen und uns aufteilen konnten, falls es nötig war. Warum er uns jagen sollte, wusste ich zwar nicht, aber zu diesem Zeitpunkt waren wir schon extrem nervös. Es passierte innerhalb von Sekunden. Als meine Hand die glatte, kühle Folie des Schokoriegels berührte, spürte ich einen Griff an meinem Handgelenk. Er war so fest, dass ich dachte, es würde brechen. Der Mann war herumgewirbelt und hatte mich gegriffen. Er war mir viel näher gewesen, als ich angenommen hatte.
Das Licht und meine Maske hatten meine Einschätzung beeinträchtigt. In einer geschmeidigen Bewegung zog er an meinem Arm und ich flog ins Innere. Doch sobald er mich hinter sich hergezogen hatte, fiel ich wie ein Sack Mehl zu Boden. Da machte er einen Satz auf Andy zu. In seiner Hand blitzte etwas auf. Andy hatte sich umgedreht, um zu rennen, und brach plötzlich zusammen. Der Mann stand über ihm, atmete immer noch wahnsinnig laut und eine Nebelwolke hatte sich vor seiner Maske gebildet. Ich versuchte, mich aufzurappeln, als er sich umdrehte und ich sehen konnte, was er in der Hand hielt. Ein Taser. Das ist meine letzte Erinnerung, bevor ich außerhalb des Hauses wieder zu mir kam. Mein Körper schmerzte, mein Kopf pochte und mein Gesicht war kalt. Ich merkte, dass ich meine Maske nicht mehr trug. Ich sah mich verzweifelt nach Andy um, doch ich war vollkommen alleine. Die Tür des Hauses war geschlossen und der Kürbis stand nicht mehr auf der Veranda. Die Lichter waren alle ausgeschaltet. Ich suchte nach meinem Handy, doch das war ebenfalls verschwunden. Ich wollte gerade davonlaufen, als meine Panik sich plötzlich veränderte und ich begriff, dass Andy vielleicht in diesem Haus war. Ja, vielleicht war er weggelaufen, aber was, wenn nicht? So leise ich konnte, ging ich um das Haus herum und versuchte, einen Blick in die dunklen Fenster zu werfen. Doch ich konnte nichts sehen. Ich hatte zu große Angst davor, an die Tür zu klopfen. Ich meine, das war schließlich kein schlechter Witz. Dieser Hurensohn hatte Annie getasert. Als ich das Haus fast komplett umrundet hatte, glaubte ich, eine Bewegung in der Dunkelheit auszumachen. Ich schirmte meine Hände um meine Augen und legte sie an das Fenster. Als plötzlich die fette, runde Maske auf das Fenster zustürmte und mit der Stirn gegen das Glas knallte, verlor ich vor Schreck fast mein Bewusstsein. Ich schrie, doch sie blieb einfach dort und starrte mich an. Dann blickte es auf den Boden neben ihm und ich sah, wie etwas Weißes in mein Blickfeld kam. Es war die Schädelmaske. Andys Schädelmaske. Und sie hatte Flecken. Rote Flecken. Ich rannte. Ich rannte so lange, bis meine Beine nachgaben und ich an das erste Haus stolperte, in welchem die Lichter brannten. Ich schnappte nach Luft, weinte und flehte sie an, die Polizei zu rufen. Als die Polizei bei dem Haus ankam, war dort nichts. Kein Mann, kein Andy. Alles, was sie fanden, war der zersplitterte Türrahmen der eingetretenen Hintertür. Die hatte ich in der Dunkelheit nicht mal bemerkt. Falls ich das getan hätte, hätte ich vielleicht etwas tun können, anstatt wie ein Feigling davonzulaufen. Später erfuhr ich, dass dieses Schloss an der Tür war, weil das Haus eine Woche zuvor gepfändet wurde. Der Twitter-Account, welchen Andy und ich entdeckt hatten, war ebenfalls eine Woche alt. Falls wir ihn uns genauer angesehen hätten, wäre uns aufgefallen, dass er 1000 Leuten folgte, aber nur 15 Follower hatte. Alle Tweets waren Retweets von anderen offiziellen Accounts, bis auf das Bild mit den Schokoriegeln. Der Account trug den Namen eines Kindes aus einer der Mittelschulen in der Nähe. Doch das war nur eine Lüge, um Vertrauen zu wecken. Um jemanden anzulocken. Und es hat funktioniert. Ich weinte viel. Ich weinte, als ich den fremden Leuten aus dem Haus, in das ich gerannt war, erzählte, was geschehen war, und sie anflehte, die Polizei zu rufen. Ich weinte, als ich der Polizei und meinen Eltern erzählte, was passiert war. Ich weinte, als ich versuchte zu verstehen, warum das alles geschehen war und warum er genau mich gehen ließ. Es sind 5 Jahre vergangen, seit Andy verschwunden ist, und es ist nichts weiter passiert. Keine Antwort. Jedes Jahr bin ich auf Twitter und suche den Hashtag FullSize. Schau mir alle Posts an und versuche herauszufinden, ob sie echt sind oder eine weitere Falle. Ich habe mehr als einmal die Polizei gerufen, weil ich dachte, dass ich den Typen gefunden habe. Aber meistens suche ich nur nach meinem Freund, damit ich seine Geschichte nicht länger erzählen muss und endlich mit meinem Leben fortfahren kann. Das Leben, das ich an dem Tag verlor, als Andy verschwand. Und alles für einen Schokoriegel in Originalgröße. Verwandtschaft. In Alabama gibt es ein paar Dinge, auf die im Herbst immer Verlass war. Erstens,
Das Wetter wurde langsam feucht und man konnte nie wissen, wann ein Gewitter aufziehen würde. Daraus folgte zweitens, dass, sobald man an Halloween die Runde durch die Nachbarschaft gemacht hatte, um das bisschen an Süßigkeiten abzustauben, das an ein paar Häusern zu bekommen war, es nicht mehr viel anderes zu tun gab, als sich in Schwierigkeiten zu bringen. Und genau davon handelt diese Geschichte. Dass der Mangel an sinnvollem Zeitvertreib auf meine wahren, unkontrollierten Gefühle traf. Dass ich zu den Außenseitern an meiner Schule gehörte und das Tragen einer Halloween-Maske daher eine Abwechslung zu meinem qualvollen Alltag darstellte, das machte die Sache auch nicht besser. Diese präpubertären Hormone, gepaart mit dem typischen Kleinstadtleben, waren das Paradebeispiel einer tickenden Zeitbombe. Wie sagt man so schön, müßige Hände sind das Teufelsspielzeug. Im Fernsehen wurde gerade irgendeine Rede von Präsident Clinton übertragen. Meine Mutter versuchte, meinen Vater um den Finger zu wickeln, um ihn dazu zu bringen, sich mit ihr Titanic anzusehen, der gerade in die Kinos gekommen war. Währenddessen war ich damit beschäftigt, am Küchentisch sitzend an meinem Halloween-Kostüm zu arbeiten und zu versuchen, die beiden zu einem Kompromiss zu bewegen. Wenn man in einem Wohnwagen in Podunk, Alabama aufwächst, fehlt im Normalfall das Geld für coolere Sachen, aber ich war es leid, mich als Bettlakengespenst oder Landstreicher-Clown-Verschnitt zu verkleiden. Ich wollte gruselig sein. Ich wollte ein echtes Monster sein. Ich wollte, dass Jeffrey Scott sich vor seinen schwachköpfigen Footballspieler-Kumpels in die Hose machte. Ich wollte in dieser einen Nacht alles andere sein als das arme, jämmerliche, fette Kind. Ich musste nur aufpassen, dass Mom nicht herausfand, dass ich ihr Make-up benutzte. Ein paar braune Nähte in einem alten, ausgefransten Kleid, ein bisschen alte Stroh, eine Latzhose und Dads Holzfäller Hemd sahen für sich allein nach nichts Besonderem aus. Aber alles zusammen kombiniert, gaben sie eine interessante Vogelscheuche ab. Irgendetwas fehlte aber noch. Mein Opa Mac war schon immer eine große Hilfe, wenn es um gute Ideen ging. Und er wusste sofort, was zur Krönung meines Kostüms noch fehlte. Wortwörtlich. Wir mussten eine Weile in seinem Geräteschuppen stöbern. In dem kleinen Häuschen herrschte ein einziges Chaos. Oma sagte immer, sie habe keine Ahnung, wie er darin irgendetwas jemals finden würde. Aber er schaffte es, den Strohhut aufzustöbern, den er suchte. Es fehlten bereits etliche Halme und offensichtlich hatte sich auch schon die ein oder andere Maus darin gütlich getan. Aber er passte perfekt. Dann schnitt er noch ein paar gezackte Löcher in meine Hose und sagte, nach ein oder zwei Wäschen würden sie richtig schön verschlissen aussehen. Wenn ich Ärger von meinen Eltern bekäme, so sagte er, soll ich ihnen einfach erzählen, dass all dies dein Werk sei. Was immer Opa tat, würden meine Eltern nie in Frage stellen. Als die Sonne über der kleinen Stadt langsam unterging, machte ich mich mit meinem selbstgemachten Kostüm, dem alten Hut und einem Kartoffelsack, den Oma irgendwo aufgetrieben hatte, zu meinem nächtlichen Beutezug auf. Schon allein mein Grinsen hinter der hässlichen Maske hätte ausgereicht, um jeden, der es hätte sehen können, in die Flucht zu jagen. Ich war so unglaublich aufgeregt, dass ich mich kaum beherrschen konnte. In rasender Geschwindigkeit eilte ich von einer Tür zur nächsten. Manchmal war ich so schnell, dass die Außenbeleuchtung noch gar nicht angegangen war, als ich vor der Tür stand. Ich wartete ungeduldig auf die Kinder, die nach mir ankamen, bevor ich lautstark mit Süßes oder Saures die Süßigkeiten einforderte. Nach nur einer Stunde war mein Beutel bereits halb voll. Aber auf keinen Fall würde ich deswegen früher nach Hause gehen. Schließlich war dies einer der besten Tage des Jahres, gleich nach Weihnachten. Und selbst das konnte eine Enttäuschung sein, wenn die eigenen Eltern kein Geld hatten. Gratis Süßigkeiten waren schließlich gratis Süßigkeiten. Und das allein war mehr als genug, um mich die Schweißperlen, die mir unter dem dicken Stoff am ganzen Körper hinabliefen, vergessen zu lassen. Meine Nacht neigte sich ihrem Ende zu und mein Beutel war fast gefüllt, als ich Jeffrey und seine Kumpels mit den jüngeren Kids umherziehen sah. Sie schienen mit ihrer Süßigkeitenausbeute nicht sehr zufrieden zu sein. Sie mussten alles haben. Da ich nur zu gut wusste, was passieren würde, wenn sie herausfänden, wer hinter der Maske steckte, die ich so sorgfältig gebastelt hatte, musste ich ihnen zuvorkommen. Also legte ich einen schnellen Sprint zu den Bäumen hin, die mein Viertel vom nächsten trennten. Zwischen den Bäumen konnte ich mich gut verstecken, während ich mir einen Plan zurechtlegte. Der Kartoffelsack war zu voll, um ihn richtig zusammenzufalten. Und wenn ich ihn auf dem Boden liegen ließ, würden sich Ameisen über meine hart erarbeitete Beute hermachten. Also schien es mir die beste Idee zu sein, mich auf einem Baum zu verstecken.
Ich will hierbei kurz anmerken, dass es für einen fetten Jungen eine echte Schwerstarbeit ist, auf einen Baum zu klettern, aber wenigstens waren die Süßigkeiten am untersten Geäst sicher, auch wenn ich wirklich erledigt war, nachdem ich den verdammten Sack dort hochgestemmt hatte. Schweiß brannte in meinen Augen und meine Oberschenkel juckten höllisch, aber ich musste Rache nehmen für jedes einzelne Halloween. Es kostete mich ein paar Versuche, aber dann landete ein Tannenzapfen mitten auf Jeffrey Scotts Nase. Damit war die Jagd eröffnet und ich musste mich wirklich zusammenreißen, um nicht laut zu lachen, während mir die Jungs tiefer in den Wald hinterherliefen. Ich lief zwischen den Bäumen hin und her, aber ich wusste, irgendwann würden sie mich einholen. Wie gesagt, ich war das fette Kind. Die Typen hinter mir dagegen waren Footballspieler. Ich musste also schlauer sein als sie und eine Möglichkeit finden, sie in die Falle zu locken. Ich war an einigen alten, verrosteten Forts vorbeigekommen und wusste, dass ich mich ausgezeichnet hinter diesem heiligen Haufen Detroiter Muskelmasse würde verstecken können. Also versuchte ich, meine Atmung wieder unter Kontrolle zu bekommen und wartete darauf, dass die Clique den letzten Abhang, den ich eben überquert hatte, hinuntergelaufen kam. Sie brauchten länger, als ich erwartet hatte, um mich einzuholen. Der Bubalicious, den ich mir vor einiger Zeit in den Mund gesteckt hatte, hatte bereits jenen Geschmack verloren, als ich die Blätter rascheln hörte. Es war so dunkel, dass ich sie kaum sehen konnte, aber es war leicht, anhand ihrer flackernden Taschenlampen ihre Position auszumachen. Einige Meter von mir entfernt hörte das Rascheln abrupt auf und wich mehreren Stimmen, die darüber stritten, welchen Weg sie nehmen sollten. In ihrem Eifer, mich einzuholen, waren sie glatt an mir vorbeigerannt, sodass ich nun hinter ihnen kauerte. Die perfekte Gelegenheit, mich anzuschleichen und sie für jedes geklaute Bonbon und jedes tränennasse Baumwolllaken-Gespensterkostüm, das je existiert hatte, büßen zu lassen. Ich war selber nie auf der Jagd gewesen, aber ich wusste, dass jeder Schritt, den man machte, um das Wild nicht zu verscheuchen, langsam und vorsichtig sein musste. Ich fühlte mich wie ein echtes Monster, das seine Beute jagt, und mein Herz hämmerte vor Aufregung in der Brust. Als ich mir sicher war, den richtigen Moment erwischt zu haben, holte ich tief Luft und brüllte so gut ich konnte. Drei der Jungs rannten, ohne sich noch einmal umzusehen. Jeffrey wirbelte mit weit aufgerissenen Augen herum, um herauszufinden, was ihn da gerade so erschreckt hatte. Sein Gesicht war einfach Gold wert. Mama hatte mir immer eingebläut, darauf zu achten, dass meine Schuhe richtig geschnürt waren. Immer und immer wieder mahnte sie mich, ich würde eines Tages noch darüber stolpern und in der Notaufnahme landen. Offenbar hatte Jeffrey Scotts Mom ihm diese Lektion nicht erteilt. Denn gerade in dem Moment, als er meine gutartige Masse entdeckte, trat er auf seinen offenen Schnürsenkel und stolperte rückwärts. Ich hatte erwartet, ihn in einem Haufen aufgewirbelter brauner und orangefarbener Blätter zu Boden stürzen zu sehen, doch stattdessen verschwand Jeffrey völlig. Ich kroch etwas näher und kam genau an der Stelle, an der mein Peiniger kurz zuvor gestanden hatte. Da bemerkte ich, dass der Boden sich ein wenig weitete und kurz darauf im Nichts verschwand. 6 Meter unter mir lag Jeffrey Scott. Er war zum neuen Kühlerschmuck für einen vor sich hin rostenden John Deere Traktor geworden. Junge und Traktor lagen leblos da. Die Szenerie war beinahe poetisch. Doch damals überstand mein 11-jähriger Verstand das Ganze nicht ohne weiteres. Kurze Zeit später fand ich mich schluchzend in den Armen meiner Mutter wieder. Ich hatte meine Maske in dieser Nacht früh abgelegt und nicht das Bedürfnis, die fröhliche Sohnmaske aufzuziehen, die sie hätte ersetzen sollen. Man versuchte eine gute halbe Stunde lang tapfer mein Gestammel darüber, was passiert war, zu verstehen. Ich glaube, in dieser Nacht habe ich mich öfter entschuldigt als je zuvor. Und sie hatte das Geschehene beinahe rekonstruiert, als mein Dad mit einer Dose Budweiser Lightbier in der Hand hereintaumelte. Sie zog ihn mit sich in die Küche und ich lauschte einer kurzen Wiederholung dessen, was ich ihr kurz vorher zu erzählen versucht hatte. Kurz darauf kamen beide wieder zurück. Mein Dad offenbar etwas nüchterner geworden nach dem, was er soeben erfahren hatte. Er trank sein Bier aus, zerquetschte die Dose und machte sich dann auf den Weg zu meinem Opa. Die beiden kämpften sich erneut durch den Geräteschuppen und kamen beide mit einer Schaufel in der Hand zurück. Ich musste nicht hinterher schauen, um zu wissen, in welche Richtung sie gingen. In der Zwischenzeit tupfte Mama mir die Tränen ab und ließ mir ein Bad ein. Sie sagte, sie käme gleich wieder, um mich ins Bett zu bringen. Ich hörte, wie sie den Telefonhörer in der Küche von der Gabel nahm und ihren Bruder anrief.
Für mich war nur Onkel Dave, aber der Rest der Stadt kannte ihn als Sheriff McDougal. In dieser Nacht dauerte es sehr lange, bis ich einschlief. Am nächsten Morgen stand mein Kartoffelsack, prall gefüllt mit Süßigkeiten, am Fußende meines Bettes. Mom ließ mich am nächsten Tag die Schule schwänzen. Dad bot mir an, mit mir angeln zu gehen. Das hatte er noch nie getan, aber mir war nicht nach einem Ausflug zumute. Die meiste Zeit des Tages blieb ich im Bett und aß Tootsie Rolls und Smarties. Als ich wieder zur Schule ging, wurde ich von vielen Seiten angeschaut, doch niemand sagte auch nur ein Wort. Jeffreys Stuhl blieb leer. Mrs. Reynolds wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel, als sie das Klassenzimmer betrat. Bei der Anwesenheitskontrolle rief sie den fehlenden Schüler nicht auf. Einige Kinder tuschelten, die Grippe gehe herum und Jeffrey sei bestimmt krank zu Hause, aber diese Gerüchte dauerten nur eine Woche an. Die vermissten Anzeigen erschienen in der Woche darauf. Mr. und Mrs. Scott kamen ein paar Mal bei uns vorbei. Mom bot ihnen gesüßten Tee an. Dad reichte Dale ein Bier. Es war seltsam zu sehen, wie sie so taten, als sei nichts, rein gar nichts Schlimmes passiert. Mrs. Scott weinte ein wenig. Das gab mir ein leichtes Stechen am Bauch, aber ich traute mich nicht, etwas zu sagen. Dad sah mich mit dem Blick an, den er immer hatte, wenn er nur ein paar Dosen Budweiser zu viel Intus hatte. Ich kann mir bis heute keinen Reim darauf machen, warum die beiden sich so verhalten hatten, wie sie sich verhalten hatten. Warum niemand aussprach, was doch die ganze Stadt wusste. Oder warum mich niemand je fragte, ob ich Jeffrey Scott gesehen habe. Zwei sehr wichtige Dinge lernte ich dieses Halloween allerdings. Erstens, in den Wäldern hinter meinem Viertel ist ein sehr tiefer Abgrund. Ein Ort, von dem Onkel Dave sicherstellte, dass ihn an den Tagen nach Halloween niemand betrat. Zweitens, bedrohe niemals den Sohn einer Frau aus den Südstaaten. Wahrheit oder Pflicht? Oder Pflicht? Wahrheit. Was war dein peinlichster Celebrity-Crush während deiner Jugend? Das müsste wohl Tom Kaulitz gewesen sein. Wie bitte? Tom Kaulitz. Echt jetzt? Tom Kaulitz? Nicht mal der Frontmann? Es war mir zu Mainstream, glaube ich. Zu Mainstream? Julia, ist das zu glauben? Leo, so funktioniert das nicht. Man sucht sich das doch nicht aus. Oh, und außerdem, wusstet ihr, dass ich jemanden kenne, die mit den beiden zur Schule gegangen ist? Echt? Ja. Aber ich glaube, wenn ihr da Geschichten haben wollt, müsst ihr erst weiterdrehen. Jule, du bist dran. Also, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit? Na los, Leo, stell deine Frage. Oh. Ja, natürlich. Jule, hattest du mal einen richtig peinlichen Spitznamen? Wenn ja, wieso? Welchen? Ich glaube nicht. Oh. Sicher? Jeder hatte doch mal einen Spitznamen, komm schon. Streng dich an, sonst wird es langweilig. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich wurde, also in der Grundschule, da hatte ich eine Zahnspange und da hat sich eine, also beim Fahrradfahren hat sich da eine Fliege drin verfangen. Und was war jetzt der Spitzname? Fliegenfresse. Das klingt... Fliegenfresse? Sehr gut. So, weiter.
die zeigt eindeutig auf... Leo. Na los, was soll's sein? War... Nein. Pflicht. Pflicht? Pflicht. Ich hab aber keine gute Idee. Irgendwas wird dir schon einfallen, na komm schon. Okay. Also, Leo, zieh dir ein Kleidungsstück aus und trag es ab jetzt auf dem Kopf. Wild. Na los, ausziehen. Wahrheit. Hast du zur Schulzeit mal zum Schulleiter gemusst? Ja, da musste ich. Irgendeine dumme Kuh hat mich verraten, als ich ein Pentagramm an die Wand im Keller geschmiert habe. Ich musste den ganzen Mist dann wieder wegwischen und es gab einen Eintrag in der Schulakte, glaube ich. Nicht, dass das jemals irgendwelche Konsequenzen hatte. Was? Aber warum? Ich fand's lustig. Hab mich aber auch angemessen an dieser Verräterkuh gerecht. Was hast du... Jetzt ist erstmal wieder Drehen angesagt. Jule, na los, nimm Pflicht. Pflicht? Sehr gut. Also, fange eine Fliege. Was? Du hast mich gehört, Fliegenfresse. Du siehst hungrig aus. Fang dir einen Snack. Ich soll... Ja, na los, mach schon. Da hinten in der Ecke, siehst du das Spinnennetz? Da müsstest du welche finden, wenn du zu dumm bist, selbst zu jagen. Ich finde aber kein... Da. Ja, da hinten. Mach schon, Fliegenfresse. Okay. Die lässt ja wirklich alles mit sich machen. Kein Wunder, dass sie früher gemobbt wurde. Ja, du hast recht. Wie wäre es, wenn sie die Fliege gleich in den Mund nehmen und bis sie wieder dran ist, drin behalten muss? Das ist genial. Nein, such weiter, Jule. Los, mach schon. Ah, sehr gut. Jetzt nimm sie in den Mund. Nicht schlucken, nur in den Mund nehmen. Was? Bist du so dumm, wie du aussiehst? Na los, in den Mund nehmen, bis ich dir sage, dass du sie runterschlucken darfst. Aber... Mach es einfach. Sehr gut, Fliegenfresse. Leo? Pflicht. Gib mir eine Nackenmassage. Wirklich? Es ist mein Geburtstag, komm schon. Und außerdem vertraue ich darauf, dass du das hinkriegst. Okay. Oh ja, nach dem Stress, das alles hier zu organisieren, brauche ich das jetzt wirklich. Mach weiter. Ich drehe schon mal für dich. Ich nehme Wahrheit. Soll ich währenddessen... Ja, massier gefälligst weiter. Okay. Nein, Fliegenfresse wird dir nicht helfen. Dir fällt schon was ein. Na los. So können wir uns alle ja noch besser kennenlernen. Immerhin sind wir alle ziemlich neu befreundet. Was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Also, welcher Beruf? Du weißt schon. Gute Frage. Ja, mit 5 wollte ich Königin werden. Mit 8 dann Lehrerin. Damit ich das sagen habe. Ich fand das schon immer doof, wenn andere mir sagen, was ich zu tun habe. Als Teenagerin dann Schauspielerin, aber das war nur eine kurze Phase. Dann wollte ich sehr lange zur Polizei, ja. So, ich dreh weiter. Fliegenfresse, du siehst so blass aus. Setz dich doch wieder. Pflicht. Los, Fliegenfresse, nimm Pflicht. Nein. Immer noch nicht die Fliege schlucken. Ich habe da eine bessere Idee. Leo, hör auf zu massieren. Setz dich wieder. Und jetzt küsst euch. Und du bekommst die Fliege von ihr. Na los, mach schon. Aber... Kein Aber. Ich habe gesagt, ihr küsst euch und du bekommst die Fliege. Los, es ist immer noch mein Geburtstag und du weißt, was passiert, wenn du nicht gehorchst. Denk an Lauren. Du willst doch nicht wie diese dumme Zicke sein, oder? Ich... Ich bin eure beste Freundin, wenn ihr nur einfach mitspielt. Also los, küsst euch. Sehr gut. Ja, so gefällt mir dieses Spiel. Ja, ihr seid meine besten Freunde, das steht fest. Darf ich bitte etwas trinken? Nimm dir den Wodka. Nein, du bekommst nur den Plastikbecher, hier. Danke.
Leo, was soll das denn? Habe ich gesagt, dass du die Fliege ausspucken darfst? Ich denke nicht. Nun, wo du gerade eh dran bist. Es tut mir leid, ich konnte einfach... Du nimmst Pflicht. Ich mach's wieder gut, soll ich Setz weiter... Setz dich ins Loch. Nein, nicht das Loch, bitte. Ich mach wirklich, wirklich alles, aber nicht das Loch. Das hast du an Pflicht nicht verstanden. Los, beweg dich. Jule, du bist ja so still. Hat's dir immer noch die Sprache verschlagen? Willst du mehr Wodka? Ja, gerne. Oh, wie schön. Ich bin dran. Ich denke, ich nehme Wahrheit. Leo, hast du eine Frage an mich? Wann können wir wieder gehen? Nein, falsche Frage. So geht das Spiel nicht. Bitte, ich kann nicht mehr. Bitte, lass mich aus dem Loch heraus. Das ist immer noch keine Frage. Schon gut. Ja, okay. Also, hast du... Nein, welches... Darf ich helfen? Ja, bitte. Na gut, ich erlaube es. Wenn du nur ein Buch auf eine einsame Insel mitnehmen dürftest, welches wäre es? Ja, die Frage nehme ich. Schöne Frage, Jule. Ich denke, das wäre... wahrscheinlich 356 Tage. Jule, du bist dran. Darf ich Wahrheit nehmen? Ah, ich erlaube es. Jule, was ist deine größte Angst? Ich habe riesige Angst davor allein zu sein, wenn ich das Gefühl habe, mir kann keiner helfen. Meine Therapeutin sagt, das ist Agoraphobie. Also Alleinsein in Situationen, in denen Hilfe weit weg ist. Davon habe ich noch nie gehört. Erzähl mir mehr davon. Naja, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug sitze, dann bekomme ich Panik, weil niemand mir helfen könnte, wenn ich genau in diesem Moment einen Herzinfarkt bekommen würde. Oder wenn ich alleine spazieren gehe und weit weg von Menschen und dem Krankenhaus bin, dann habe ich Angst umzukippen und niemand findet mich. Das ist ja total bescheuert. Ja, oder? Und wenn ihr jetzt schwindelig werden würde, dann würdest du Panik bekommen? Ja, schon. Oh, kein Grund, gleich so blass zu werden, Mäuschen. Leo, wie geht's dir in deinem Loch? Vermisst du schon deinen Deckel? Den kann ich auch noch drauflegen, wenn du möchtest. Nein, bitte nicht. Bitte lass mich raus. Ach was, erst muss ich wieder drehen. Leo, du nimmst jetzt Wahrheit. Oh, okay. Wen mochtest du lieber, Lorraine oder Nadja? Ich glaube, Lorraine. Wie, wer von den beiden möchtest du lieber sterben? Nein, bitte nicht. Wie, wer von den beiden möchtest du lieber sterben, habe ich gefragt. Bitte, ich tue alles. Das war nicht meine Frage. Soll es Strom sein, wie bei Lorraine, oder möchtest du lieber das Messer? Ich weiß es nicht. Oh, das ist mir zu dumm. Jule, du bist dran. Wähle Strom oder Messer. Messer? Gut, dann nimm es. Das... Ich soll... Ja, wir sind fertig mit Spielen. Nimm das Messer. Und was... Was soll ich... Hilf sie an! Bitte erstech sie, dann kommen wir frei! Du stichst von oben auf Leo ein. Aus dem Loch heraus kann sich niemand wehren, nicht wahr, Leo? Nadja konnte es nicht. Okay. Nein, bitte nicht. Es tut mir leid. Oh nein, was machst du denn? Oh, verdammtes kleines Miststück. Hast du jetzt davon? Hallo? Jetzt wird weitergespielt. Jule, du nimmst Pflicht. Immer du sagst. Fessel dich selbst mit Kabelbinder. Hier, fang. Und jetzt fesselst du dein Handgelenk an dein Bein und deine Beine aneinander. Ja. Gut, ich drehe für dich, du verdammte Verräterschlampe. Wisst ihr, ich mag keine Verräter. Leo, du wolltest doch wissen, was die dumme Bitch von damals bekommen hat, oder? Tja, ich erzähl's euch gern. Oh, ich bin dran. Was für ein Zufall. Tja, ich nehme Wahrheit.
Leo, ich beantworte doch gern deine Frage. Also, die Verräterkuh. Linda Hochmeier. Oh, wie ich diese dumme Bitch gehasst hab. In einem Jahr waren wir noch befreundet und dann zack, war ich hier nicht mehr cool genug. Dumme Schlampe. Hat sich plötzlich nur noch mit dieser langweiligen Streberin abgegeben. Wollte sich nicht mehr von mir herumkommandieren lassen. Dann hat sie natürlich gesehen, dass ich das Pentagramm gemalt habe. Und schon ist sie zum Lehrer gerannt und an mich verpetzt. Ich musste das dann wieder wegputzen, hab nachsitzen und einen Eintrag in die Schulakte bekommen. Tja, aber was hat Linda dafür bekommen? Ich habe in der Sportumkleide Fotos von dieser dummen Hure gemacht. Dann habe ich einen Fake-Account von ihr erstellt und die Bilder an alle Mitschüler verschickt. Ja, sie hat dann die Schule gewechselt. Ich habe rausgefunden, an welche Schule sie dann gegangen ist und habe ihren neuen Mitschülern die Bilder ebenfalls geschickt. Sie hat dann nach einem Jahr versucht, sich umzubringen und war in der Klapse. Die haben nie rausgefunden, dass ich es war. Ah, jetzt wollen wir weiterspielen. Oh, Jule, da das Messer schon auf dich zeigt. Möchtest du nicht nachspielen, was Linda damals gemacht hat? Nein, bitte nicht. Bitte, ich mach alles, aber bitte nicht das. Alles? Bitte. Du sagtest alles. Nimm meinen Kabelbinder und schling ihn dir um den Hals. Was? Nein, tu das bitte nicht. Schnauze! Du sagtest alles. Und jetzt mach es. Oder willst du noch mehr Schnittwunden? Rechte dir, die ich dir verpasst hab, nicht? Na komm schon, eine freie Hand hast du noch. So, um den Hals. Ach, na gut, ich helf dir, wenn du nicht mal das alleine kannst. Leo, Wahrheit oder Pflicht? Was? Wir spielen hier doch immer noch entspannt, also Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit? Warst du ein Lego- oder ein Playmobil-Kind? Was? Lego oder Playmobil? Lego. Ha, lustig, ich auch. Meine Mutter hat mir mal Puppen geschenkt, aber die Legos von meiner Tante fand ich besser. Wusstet ihr übrigens, woher der Name kommt? Na, irgendeine Idee? Keine? Du, Jule? Haha, na, lasst euch mal aufklären. Also, Lego wurde ja von einem Dänen erfunden. Der Name kommt von dem dänischen Wort für Spiel und Gut. Leg Gott. Lego. Witzig, oder? Kaum jemand weiß das. Auf Latein heißt das übrigens, ich lese. Was gut dazu passt, dass man heutzutage ja häufig erstmal die Anleitung lesen muss. Ach, so, genug Fun Facts. Julia, du nimmst Pflicht. Was? Aber ich dachte... Du nimmst Pflicht. Leo, such dir eine Pflicht aus. Und wenn sie mir nicht gefällt, schalte ich den Strom an. Du erinnerst dich ja noch, wie es aussieht, wenn das Loch unter Strom gesetzt ist, oder? Jule, schneid dir einen Finger ab. Was? Ah, kein Strom für dich, Leo. Das finde ich gut. Hier hast du das Messer und jetzt los. Und du trägst so einen schönen Ring, Jule. Ich finde, den brauchst du nicht, so schön wie du selbst ja auch schon bist. Also, ab mit dem Ringfinger. Na los, die Hand wegziehen kannst du ja schließlich nicht. Ist ja an deinen Beinen festgebunden. Ich kann das nicht. Entweder der Ringfinger oder die Hand. Du hast die Wahl. Ja. Ah, sehr schön. Ich drehe für dich weiter. Ich bin dran. Ich nehme Pflicht. Jule, denk dir was Schönes aus. Dann darfst du deine Wunde versorgen. Lass Leo meinen Finger essen. Was? Oh, Jule, stille Wasser sind tief, nicht wahr? Tja, Leo, friss Strom oder den Finger? Los, du hast die Wahl. Ich kann das nicht. Du musst aber, deswegen heißt es Pflicht. Los. Okay. Weiter. Ich will Pflicht. Nun denn, erstmal
darfst du dir die Hand verbinden. Ah, gut, jetzt, wo das erledigt ist, übergieß Leo mit Wasser. Hier ist so eine Flasche. Leo, du bist dran. Was willst du? Pflicht. Beiß dir den kleinen Finger ab. Angeblich ist das genauso leicht wie eine Karotte durchzubeißen. Das kann ich nicht. Du musst aber. Sonst stelle ich den Strom an. Ich versuche es. Ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Ah, zu schade. Na, willst du sehen, ob Leo es überstanden hat? Los, mach schon. Deine Kette ist nicht so kurz. Ans Loch kommst du gerade noch ran. Na los, beweg dich. Einen Arm hast du noch frei, oder? Oh, dann kriech halt, du Marder. Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Leo? Ist alles... alles okay? Ja, da muss ich uns wohl jemand Neues zum Spielen besorgen. Herzlichen Glückwunsch, Jule. Du hast die erste Runde überstanden. Mal schauen, ob du Leo schlägst. Bei ihm waren es ganze 3 Jahre. Ah, schade drum. Süßes Grauen. Nicht mehr anziehen, Papa. Was soll ich denn jetzt machen? Sagte Leon und zeigte auf sein zerrissenes Gevatter-Tod-Kostüm. Das Kostüm war dabei sicher nicht das einzige, das zerrissen war, denn Florian war ziemlich sicher, dass sein Sohn es selbst zerstört hatte. Nicht aus Versehen, sondern mit voller, oder besser gesagt mit halber Absicht. Schon seit einer Woche haderte er mit sich und überlegte, ob es eine gute Idee wäre, mit einigen anderen Jungs aus seiner Klasse auf Süßigkeitenjagd zu gehen. Leon liebte Halloween, aber die Schmähungen und Hänseleien seiner sogenannten Freunde liebte er nicht. Florian hatte früher selbst einmal solche Freunde gehabt. Sie verbrachten Zeit mit dir und hingen mit dir rum, aber wenn es darum ging, auf deinem Aussehen, deiner Stimme, deinem Verhalten oder deinem Charakter rumzuhacken und dich bloßzustellen, waren sie immer ganz vorne mit dabei. Warum das so war, blieb Florian ein Rätsel. Vielleicht fürchteten sich solche Menschen vor ihrer eigenen Verletzlichkeit. Vielleicht wussten sie nicht, wie sie ihre Sympathie füreinander auf gesunde Art ausdrücken konnten. Womöglich waren sie auch Opfer der Gesellschaft und beschissener Rollenbilder. Aber höchstwahrscheinlich waren es einfach nur Arschlöcher. Mama kann das bestimmt nähen, sagte Florian zu seinem Sohn, der eigentlich sein Stiefsohn war, ihn aber inzwischen ins Herz geschlossen hatte. Mama darf das nicht erfahren, sagte Leon und wurde kreidebleich. Bitte sag es ihr nicht, sie wird total traurig sein. Das stimmt womöglich, dachte Florian. Immerhin war Katrin es, die ihrem Sohn das Kostüm gebastelt hatte. Sie würde sicherlich nicht wütend auf Leon werden, so ein Mensch war sie nicht, aber insgeheim würde sie es schon verletzen. Ich kann es für dich flicken, bot Florian an, der sich zumindest leidlich auf solche Dinge verstand. Zwar würde er dreimal so lange dafür brauchen, aber das war es ihm wert. Wenn wir ein paar weitere Knochen über die Nähte machen, wird es kaum auffallen. Außerdem sieht es so eigentlich noch viel gruseliger aus. Florian lächelte aufmunternd und Leon erwiderte dieses Lächeln zumindest zum Teil.
Willst du denn überhaupt gehen? Fragte Florian Leon nun doch. Er hatte lange abgewartet, da er Angst hatte, seinen Stiefsohn mit dieser Frage in Verlegenheit zu bringen. Aber er schien einfach zu verzweifelt, um ihn damit allein zu lassen. Leon sah mit großen Augen zu Florian auf, so als hätte er nicht mit dieser Frage gerechnet. »Schon«, sagte er nach kurzem Nachdenken, »aber am liebsten ohne die anderen.« Diesen Wunsch konnte Florian gut verstehen. Andererseits wusste er, welche Gefahren dort draußen lauerten. Ganz besonders für ein Kind, das allein war. Trotzdem ahnte er, wie es in seinem Sohn aussah und welche Gedanken ihn plagten. »Wenn ich mit dir gehe, wäre dir das peinlich, oder?« fragte Florian ihn und der verlegene Blick von Leon sagte ihm alles. »Also gut«, sagte Florian. »Von mir aus kannst du auch alleine gehen, wenn du nur zu Nachbarn gehst, die wir kennen und unterwegs keine Süßigkeiten isst. Die will ich mir erst vorher genau ansehen, okay? Aber...« Leons Augen leuchteten nun, wo er einen Ausweg aus seinem Dilemma sah. »Danke, Papa«, sagte er, und Florian tat es fast weh, seinen begonnenen Satz zu beenden. »Ich kann das nicht ohne deine Mutter entscheiden«, schloss Florian. Leons Mundwinkel ging sofort runter. »Ich werde versuchen, sie zu überzeugen«, sagte Florian augenzwinkernd. »Danke, Papa«, erwiderte Leon nicht mehr ganz so enttäuscht. »Kein Ding, Großer. Da mache ich mal mit dem Essen weiter und kümmere mich dann um das schreckliche Gewand des Todes.« Florian machte einige gruselige Handbewegungen und überließ seinen Sohn, der sich direkt seiner Spielkonsole widmete, wieder sich selbst. Dann ging Florian in die Küche, wo er eigentlich gerade dabei war, das Essen zuzubereiten, und ließ sich wieder in die andächtige, vorfreudige Atmosphäre fallen, wie sie nur von einem Feiertag oder einer Party herrschte. Dabei fühlte er sich wie in einem Traum. Einem von den Guten, die so harmonisch waren, dass sie einem noch ins Wachsein verfolgten und bei denen man alles dafür tun würde, um in ihre perfekte Welt zurückzukehren. Und doch war alles wunderbar real. Der starke, aber noch nicht eiskalte Wind, der die abgeworfenen Blätter wie bunte Schneeflocken um ihr erst kürzlich bezogenes Haus trieb. Der prasselnde Regen auf den Fensterscheiben, der sich mit dem Geräusch des Popcorns, das er im Topf zubereitete, zu einem Klang reinster Gemütlichkeit vereinigte. Und natürlich das warme Licht der geschmackvollen, sorgfältig bemalten Keramikkürbislampen, die Katrin aufgestellt hatte. Und die freundlichen Schatten auf die von Kevin gebastelten, lächelnden Geistergirlanden warfen. Sogar das ausgelassene, gut gelaunte Gespräch, das seine 17-jährige, als Banshee verkleidete Stieftochter Nina mit ihrer besten Freundin Terry führte, mit der sie schon in wenigen Stunden zu einer Party gehen und wo erst früh am Morgen zurückkehren würde. All das war seine Wirklichkeit. Und Florian bereute es keine Sekunde, dass er fast seinen gesamten freien Tag damit verbracht hatte, in der Küche zu stehen und Kanapés, Kürbissuppe, Kuchen, Popcorn und andere Köstlichkeiten zuzubereiten, während die von einer wahren Albtraumwoche auf der Arbeit gestresste Katrin den Großteil des Tages im Bett verbracht hatte. Auch sie würden bald Besuch bekommen. Nur eine Handvoll guter Freunde, die jedoch, wie er wusste, alle über einen gesunden Appetit verfügten. Florian liebte das Kochen. Er liebte seine Familie und seinen kleinen Freundeskreis. Und er liebte Halloween. Das war nicht immer so gewesen. Es hatte auch andere Zeiten gegeben. Zeiten, in denen ihn sein Spiegelbild mehr erschreckt hatte, als jeder noch so grauenhafte Geistes gekonnt hätte. Gedankenverloren strich er über die haarigen Beine einer fetten Plastikspinne, die ihn mit absurd großen und sehr zahlreichen Augen aus ihrem an der Küchendecke aufgespannten Netz beobachtete. Was hatte er solchen Kitsch früher verachtet? Und sicher gab es auch genügend vernünftige, vor allem ökologische Gründe, die dagegen sprachen, sich sowas aufzuhängen. Aber seine Ablehnung war nie idealistischer, sondern zutiefst zynischer Natur gewesen. Angst war nicht etwas gewesen, über das man sich lustig machte oder das man verniedlichte. Es war etwas, das man vermied oder benutzte, je nachdem, wie es sich ergab und welcher Impuls überwog. Ungeliebte Bilder schoben sich in sein Gedächtnis und drohten, seine gute Laune zu überschatten. Doch er kannte ein extrem gutes Mittel dagegen. »Ich muss Katrin wecken«, sagte er leise zu sich selbst. Sie hat nun wirklich lang genug geschlafen.
Angelockt von der Vorstellung, wie ihn Katrin mit verkniffenen Augen aus ihrem zerknautschten Gesicht ansehen und sich mit schlaftrunkenen Schmunzeln im Mund darüber beschweren würde, geweckt zu werden, schaltete er den Herd aus und überließ das ohnehin fast fertige Popcorn dem Schicksal der Maismetamorphose. Er war jedoch gerade erst im Flur angelangt, als es klingelte. Florian zuckte zusammen und zwar mehr als bloße Überraschung. Eigentlich war es schon lange her, dass er auf diese Weise reagiert hatte. Aber nun klopfte sein Herz wie wild und seine Hände wurden leicht schwitzig. Wie um diesen albernen Reflex zu überspielen, griff er sich eine Handvoll Schokotäfelchen und Bonbons aus der bereitgestellten Schale. Keine Supermarktware, sondern teure Produkte aus dem Süßigkeitenladen, was selbst Katrin, die ganz und gar nicht geizig war, ein wenig überrascht hatte. Doch Florian hatte darauf bestanden. »Für die Kinder nur das Beste«, hatte er gesagt. Und sie hatte es akzeptiert. Es gab ja sicher auch sinnlosere Dinge, für die man Geld ausgeben konnte, als dafür Kindern eine besondere Freude zu machen. Für die Kinder nur das Beste. In den letzten 5 Jahren hätte Florian diesen Satz ohne zu zögern unterschrieben. Es hatte ihm trotz gelegentlicher Flashbacks großen Spaß gemacht, die Kinder in seiner Nachbarschaft zu beschenken und ihre mal mehr und mal weniger kreativen Kostüme zu bestaunen. Ja, es hatte ihn sogar fast schon gut getan, dass er es beinahe als egoistischen Akt betrachtet hatte. Doch heute war es anders. Heute bereitete das Klingeln ihm Bauchschmerzen. Die paar Schritte zur Tür schienen ihm unendlich lang. Und Florian fürchtete zugleich zu lange zu brauchen und rechtzeitig einzutreffen, während seine Knie zittern und die Süßigkeiten an seiner zitternden Hand vibrierten. Was war nur los mit ihm? Natürlich, es war ein wenig früh für hungrige Kinder, aber wen erwartete sein Unterbewusstsein, dort vor der Tür anzutreffen? Den Boogeyman? Den Teufel? Die Polizei? Nun, zumindest Letzteres wäre nicht gänzlich auszuschließen, aber irgendwie spürte er, dass es nicht das war, was ihn beunruhigte. Dennoch beherrschte er sein Unbehagen irgendwie und ging mutig auf die schwarze Holztür mit der Schädelgirlande zu. Als er den rauen, metallenen Türgriff berührte, hielt er noch einen kurzen Moment inne. Dann endlich öffnete er die Tür und sah die Verkörperung all seiner unbewussten Ängste vor sich. Es war nicht die Polizei, doch kein blutsaufendes Monster und nicht mal ein Geist. Es war ein gewöhnlicher, vielleicht 16-jähriger Teenager in einem grauen Kapuzenpulli und blauen Jeans, der vor 6 Jahren noch ein Kind gewesen war, dessen Gesicht er aber trotz Pubertät noch immer erkannte. Sofort war er zurück in jener Nacht. In der letzten Nacht seines alten Lebens. Der junge Mann mit den kinnlangen Haaren sah ihn einfach nur an. Er trug keine Waffe in seiner linken Hand, nur eine Papiertüte mit einem sorgsam zusammengefalteten kleinen Werwolf-Kostüm. Und der Hass in seinem Blick war so kalt, so gefasst, dass er jedem außer ihm entgangen wäre. Aber sie teilten dieselben Erinnerungen, dieselbe Geschichte, deren Buchdeckel er so lange zu schließen versucht hatte. Das Gesicht des Jungen war starr und ernst. Damals vor vielen Jahren an einem anderen Ort hat es noch geleuchtet. War so mit Vergnügen über den aufregenden Feiertag erfüllt gewesen, dass es Florian fast körperlich wehgetan hatte. Nun aber schmerzte ihn die Verbitterung darin viel mehr. »Hör zu, Ben«, flüsterte Florian nervös. »Ich weiß nicht wie, es tut mir leid, was mit... Aber ich... Es ist Jahre her, dass...« Der Junge antwortete nicht, verurteilte ihn nicht einmal. Er streckte nur die rechte Hand aus und öffnete sie. Darin lag ein Bonbon in zerknitterter silberner Zellophanfolie. »Von Paul«, sagte er nur mit einer traurigen, aber viel zu erwachsenen Stimme. Florians Lippen waren wie gelähmt. Und er bemerkte nicht einmal, wie ihm die mitgebrachten Süßigkeiten aus den Händen glitten. Er starrte auf das Bonbon, als wäre es eine fauchende Schlange, die sich zum Biss bereit machte. Er kannte dieses Bonbon, kannte die Folie. Er wusste noch genau, wo er sie und die anderen Zutaten gekauft hatte. Wenn auch nicht mehr wirklich warum. Was war damals mit ihm los gewesen? War es Verbitterung gewesen? Die beruflichen Probleme, die unfreiwillige Einsamkeit, sein nach außen projizierter Selbsthass, Langeweile? Oder hatte schlichtweg ein Dämon von ihm Besitz ergriffen?
Florian wusste es nicht. Er wusste nur, dass es ein anderer Mann gewesen war, der zufällig denselben Körper bewohnt hatte. Ein Mann, den er heute gehasst hätte. Ein Mann, den er vergessen und für dessen irre Taten er nicht zur Rechenschaft gezogen werden wollte. Du, ich hatte nichts damit zu tun, sagte Florian nun wieder etwas gefasster. Das habe ich dir und auch der Polizei gesagt und es ist die Wahrheit gewesen. Ich habe Kinder erschreckt, ihnen Scherzartikel untergejubelt und andere Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin, die aber niemanden ernster verletzt haben. Trotzdem war es scheiße, ja. Aber all das ist lange her und wenn mein Sohn oder meine Tochter dich so sehen könnten, können sie es echt verängstigen. Wir können gerne über die Nacht reden und auch über die tragische Sache mit Paul, aber ich werde dir leider nichts Neues dazu sagen können. Ben sah ihn einfach nur weiter an, so als würde er seinen Wortschwall gar nicht bemerken. Die raue Hand mit dem Bonbon hielt er weit von sich gestreckt, blieb aber vollkommen still, während über ihm einige dunkle Wolken über die silberne Mondscheibe zogen. »Gut, wenn du nicht reden willst, dann würde ich vorschlagen, dass du wieder gehst«, sagte Florian freundlich, aber bestimmt. »Es ist Halloween und ich habe noch einiges vorzubereiten. Wir bekommen Gäste, weißt du?« Auch darauf reagierte der Junge nicht. Es war, als wäre er zu einer Statue erstarrt. Was sollte er jetzt noch tun? Noch schlief Katrin. Mia telefonierte und Leon spielte in seinem Zimmer auf seiner Konsole, aber früher oder später würde einer von ihnen nachsehen kommen und dann würden die Fragen beginnen. Aber er konnte den Jungen auch nicht anschreien oder die Polizei rufen. Das würde erst recht zu unangenehmen Fragen und einer Menge Ärger führen. Könnte natürlich die Tür schließen. Aber er traute dem Jungen durchaus zu, die ganze Nacht mit ausgestreckter Hand dort zu stehen. Selbst dann noch, wenn ihr Besuch eintreffen würde. So wie er das sah, gab es nur eine Möglichkeit, wie er diese Situation vielleicht lösen konnte. Er musste das verdammte Bonbon entgegennehmen. Wahrscheinlich war das alles nur eine Botschaft, ein recht erfolgreicher Weg, sein schlechtes Gewissen zu schüren und die Erinnerung an seine Tat wachzuhalten, wo alle Versuche, das Strafrecht zu bemühen, gescheitert waren. Eine letzte hilflose Geste des Respekts an seinen verstorbenen Bruder. Und wahrscheinlich war es Florian diesem Jungen auch schuldig, darauf einzugehen, wenigstens das. Also streckte auch er die Hand aus und langte nach dem Bonbon. Dabei versuchte er, die Hand des Jungen nicht zu berühren. Doch kaum da seine Finger Kontakt mit dem knisternden Bonbonpapier aufnahmen und die Erinnerungen an ihm eine feine Gänsehaut verpassten, schloss der Teenager seine Hand um die seine und hielt sie fest. Nicht mit roher Gewalt, eher mit der Intensität eines festen Händedrucks. Passend dazu schüttelte er sie leicht, wie zu einer Begrüßung oder Verabschiedung, bevor die Finger wieder öffnete. Florian sah ihn irritiert an und beeilte sich, das Bonbon in seine Tasche zu stecken. Er würde schnellstmöglich im Müll entsorgen. Er brauchte diesen düsteren Erinnerungen nicht und ganz gewiss wollte er nicht, dass Leon oder Mia von diesem Bonbon naschten, falls es das enthielt, was er vermutete. Für einen Augenblick befürchtete Florian, dass Ben trotzdem weiter vor seiner Tür verharren würde, aber diese Befürchtung blieb unbegründet. Der Teenager lächelte nur ein hintergründiges Lächeln, machte eine seltsame drehende Handbewegung und wandte sich dann zum Gehen. Erleichtert atmete Florian tief durch, schloss die Tür und trauerte doch seiner fast unbeschwerten Festtagsstimmung hinterher, die sich zusehends in Luft auflöste. Eigentlich hatte er sich wahnsinnig auf diesen Abend gefreut. Nun würde er sich wahrscheinlich die ganze Zeit mit eigentlich verdrängten Erinnerungen und vagen Befürchtungen auseinandersetzen müssen. Andererseits hätte es auch schlimmer kommen können. Zwar hatte der Junge ihn irgendwie aufgespürt, aber er hatte weder die Polizei mitgebracht noch irgendwas Dummes angestellt. Dieser kleine Gruselauftritt war zwar nicht spurlos an Florian vorbeigegangen, aber sobald er Katrin geweckt und in ihr liebevolles Gesicht gesehen hatte, würde dieses kleine Trauma sicher verblassen. Falls nicht, es gab da immer noch den guten alten Alkohol. Florian trank nicht mehr oft, was gut war, denn so konnte er sich das für Tage wie heute aufsparen, aber vielleicht wäre das auch gar nicht nötig. Schon jetzt ließ er einen Teil der seltsamen Aura des Jungen draußen zurück und ließ sie stattdessen in den Duft von frischen Popcorn und den Klang von Mias fröhlicher Stimme fallen. Seine Vergangenheit konnte ihn mal. Er ging zum Mülleimer, dessen Decke er über den Trittmechanismus öffnete, und holte das Bonbon hervor. Zuerst wollte er es einfach unbeachtet wegwerfen. Doch irgendwie war seine Neugier und vielleicht auch sein Schuldgefühl dafür zu groß.
Also faltete er das Papier auseinander und förderte ein dunkelgraues, klebriges Bonbon zutage, das bei aller Süße noch immer einen feinen, leicht unangenehmen chemischen Geruch entfaltete. Er schätzte, dass das daran lag, dass sich die beigemischten appetitlichen Aromen im Laufe der Jahre verflüchtigt hatten, sich das Aroma der Abführ- und Brechmittel dadurch besser durchsetzte. Hätte das Bonbon damals schon diesen Geruch und diese Farbe besessen, hätte Paul wohl darauf verzichtet, es zu schlucken, so wie sein Bruder, der von seiner Vorliebe für Schokolade gerettet wurde. Alles in Florian wünschte sich noch jetzt, er hätte es getan. Florian hatte niemanden töten wollen, selbst damals nicht, aber er hätte auch ahnen müssen, dass die hochdosierten Mittel stärkere gesundheitliche Folgen bei Kindern auslösen konnten, als die vergleichsweise harmlosen Leckereien mit Salz, Essig oder Urin. Er hätte in Betracht ziehen müssen, dass es Wechselwirkungen geben konnte, nicht nur ein paar wortwörtlich beschissene Tage, die die Blagen davon abhalten würden, ihn im nächsten Jahr zu belästigen. Was mit Paul passiert war, hatte er nicht beabsichtigt, aber offenbar hatte er es in Kauf genommen. Die Scham kroch ihm heiß ins Gesicht und wurde noch größer, als er bemerkte, dass etwas im Bonbonpapier niedergeschrieben war. Paul Köhnen. 21. Juni 2009 bis 2. November 2017. Fuck, dachte Florian. Das ist kein Bonbonpapier. Das ist ein Grabstein. Was machst du da? Fragte seine Stieftochter neugierig und Florian hatte sofort das Gefühl, dass die Röte seines Gesichts fast der von Hellboy gleichkommen musste. Nicht ich, ich sortiere nur aus. Einige von den Süßigkeiten waren wohl schlecht, antwortete er, ohne sich umzudrehen, und warf das Bonbon hastig in den Mülleimer. Okay, sagte Mia etwas skeptisch. Das ist seltsam, die Dinge halten sich doch eigentlich ewig. Und ihr habt sie doch gerade erst für eine ganze Stange Geld gekauft. Mia sah neugierig in den Mülleimer und Florian konnte sich gerade noch davon abhalten, etwas Saudummes wie Nein zu schreien oder den Mülleimerdeckel zu schließen. Stattdessen atmete er tief durch und drehte sich mit einem Lächeln zu seiner Stieftochter um. Stimmt schon, aber du weißt ja, wenn man es nicht ordentlich lagert, kann so ziemlich alles verderben. Noch immer sah Mia neugierig in den Mülleimer und fast fürchtete er, dass sie hineingreifen würde. Aber zu seinem Glück war der Mülleimer voll mit Überresten des gestrigen Abendessens. Vor allem Reis und Hühnchen und einem Obstsalat und da Mia sich bereits für ihre Party fertig gemacht hatte, hatte sie verständlicherweise wenig Lust, sich die Finger schmutzig zu machen. Kann schon sein, dann lieber weg mit dem Mist, nicht, dass sich daran irgendein Knirps den Magen verdirbt. Florian erstarrte, als sie diese Worte aussprach, schaffte es jedoch irgendwie, seine Stimme zu beherrschen. Genau, wir haben ja noch genügend andere Süßigkeiten. Oh ja, du hast ja Wagenladungen davon angeschleppt. Am Ende bekommt noch die ganze Nachbarschaft Karies. Apropos Nachbarschaft, wer hat da gerade geklingelt? Es war eine ganz gewöhnliche und verständliche Frage. Und dennoch fühlte sich Florian wie bei einem mittelalterlichen Hexenprozess, wobei er die vermeintliche Hexe war. War nur ein Paketbote, improvisierte Florian eine fadenscheinige Erklärung. Er hatte einen Dreh an der Adresse und der Name war auch so ähnlich. Echt? Sachen gibt's. Aber Hauptsache, das Paket findet seine Bestimmung. Ist ja echt nervig, wenn man seine Bestellung hinterherlaufen muss. Absolut. Stimmte Florian zu und war sich ziemlich sicher, dass seine Stieftochter nur deshalb nicht nachtagte, weil sie sich keinen Grund vorstellen konnte, aus dem er sie anlügen sollte. Wie auch immer, ich bin dann im Wohnzimmer, falls du mich suchst. Übrigens solltest du Mama mal langsam wecken. Zu viel Schlaf ist auch nicht gesund. Klar, sagte Florian mit einem Grinsen, das so betont unverkrampft war, dass es dadurch wieder verkrampft wirkte. Aber Mia sah schon gar nicht mehr hin. Anders als für ihn war das hier für sie nur eine unbedeutende Episode. Zum Glück. Erleichtert beobachtete Florian, wie seine Stieftochter ins Wohnzimmer zurückging und sich mit ihrem Smartphone auf die Couch setzte. Nun musste er nur noch Katrin wecken und hoffen, dass er sich bei ihr nicht verhielt wie ein besoffener Schwerverbrecher beim Verhör. Bevor sie jedoch weckte, musste er noch etwas überprüfen. Nun, wo er wieder allein war, hätte er nämlich das drängende Gefühl, beobachtet zu werden. Zuerst blickte er durch den Türspion, ohne etwas Verdächtiges zu entdecken. Dann schaltete er die Überwachungskamera wieder ein, die Katrin eigentlich abbauen lassen wollte, weil sie das für paranoid hielt,
und sah auf das Kamerabild, das via App auf sein Handy projiziert wurde. Als er auch dort nichts bemerkte, öffnete er vorsichtig die Haustür und blickte auf die Straße. Doch dort draußen war absolut niemand. Abgesehen von der Nachbarin, die mit ihrem alten, kranken Schäferhund ihre nachmittägliche Runde machte. Anscheinend hatte sich Ben wirklich verzogen. Florian schloss die Tür wieder und schwor sich, diese beginnende Paranoia niederzukämpfen, während er nun endlich den Flur hinunter ins Schlafzimmer ging. Katrin sah genauso aus, wie er sich ausgemalt hatte. Verschlafen und zerknautscht, mit einem seligen Lächeln auf dem Gesicht, das eingerahmt wurde von dunkelbraunen, verwuschelten Haaren. Ah, guten Morgen, sagte sie mit gähnender Stimme. Offenbar war sie schon mehr oder weniger wach. Florian hoffte nur, dass sie die Klingel nicht gehört hatte. Er war nicht der allerbeste Lügner. Ah, der Morgen ist schon eine Weile vorbei, sagte Florian und bemühte sich um ein unbeschwertes Lächeln, was ihm fast gelang. Das sind eh nur willkürliche Kategorien. Morgen ist dann, wenn man wach wird. Sie grinste breit, streckte die Arme von sich und setzte sich mit einer schwungvollen Bewegung auf. Unter anderen Umständen hätte ihr entblößter Oberkörper Florian nicht kalt gelassen. Doch gerade hat er den Kopf nicht für solche Dinge und wenn er ehrlich zu sich war, hasste er Ben dafür. Katrin warf ihm einen halb verpeilten und halb verführerischen Blick zu und Florian wusste, dass er sich zumindest etwas darauf einlassen musste, um unangenehme Fragen zu vermeiden. Also schloss er sie in die Arme und drückte sie fest an sich. Zu seiner Überraschung löste diese Umarmung einen Großteil seiner Sorgen auf. Der Rhythmus ihres schlagenden Herzens, der Geschmack ihrer Lippen und die Berührung ihrer Brust ließen Ben und Paul wieder zu einer fernen Erinnerung werden. Und er begrüßte das. Wenn er sich mies fühlte, war doch niemand geholfen, oder? Entgegen seines ursprünglichen Vorhabens drückte er Katrin sanft auf die Bettdecke. Doch diesmal war sie es, die andere Pläne hatte. Dafür ist heute Nacht noch Zeit, Schatz. Erstmal muss ich dir noch helfen, die Hölle auf Erden vorzubereiten. Du hast dich ja schon ordentlich ins Zeug gelegt. Das Essen riecht jedenfalls schon teuflisch gut. Tut mir auch echt leid, dass ich dich damit allein gelassen habe. Sie schmunzelte und griff sich ihr T-Shirt. Und auch Florian zog sich wieder zurück. Er akzeptierte das natürlich. Ein wenig enttäuscht, aber noch immer mit einem leichteren Gefühl im Herzen. Ach, schon gut. Nach der Woche hast du dir einen Schlaf verdient, aber danke für das Kompliment. Ist ja wohl das Mindeste, meinte Katrin, die sich nun wieder vollständig angezogen hatte. Wie spät ist es überhaupt? Wie so oft hatte Katrin ihr Handy irgendwo im Gewirr der Kissen und Decken verlegt. 16.36 Uhr. Fuck! Um 18 Uhr kommen bereits unsere Gäste. Keine Panik. Außer Tischdecken und ein bisschen Deko ist schon fast alles fertig. Werd erstmal wach und mach dich frisch. Dann kannst du dich um die restliche Dekoration kümmern. Ich mach so lange noch die letzten Handgriffe in der Küche, dann kann ich auch gern dazustoßen. So weit kommt es noch. Wenn du heute noch einen Handschlag machst, verlierst du diese Hand und wir hängen sie bei der Tür auf. Sie starrte ihn gespielt finster an und Florian starrte genauso finster zurück, bevor sie beide in fröhliches Gelächter ausbrachen. Nach einem weiteren kurzen, aber liebevollen Kuss verließ Florian das Schlafzimmer und schloss die Tür, bevor er zurück in die Küche ging, um das fertige Essen in die Teller und Schüsseln zu füllen. Dort angekommen erstarrte er. Nicht etwa, weil irgendetwas angebrannt war oder sich die Fliegen über der Kürbissuppe hermachten, sondern weil plötzlich ein altmodisch aussehendes und ihm völlig unbekanntes Küchengerät auf der Arbeitsplatte stand. Es war quadratisch, aus schwarz lackiertem rauen Holz und erinnerte grob an eine alte Kaffeemühle, inklusive einer Kurbel an seiner Oberseite. Dabei war es jedoch viel größer und hatte zwei Öffnungen. Eine davon befand sich auf der rechten Seite, das andere auf der Unterseite. Beide waren sie etwa so dick wie ein Unterarm. Was Florian jedoch noch viel mehr verstörte als das mysteriöse Gerät, das eigentlich gar nicht hier sein sollte, waren zwei andere Beobachtungen, die er daran machte. Zum einen die Aufschrift Candy Factory, die in kitschiger Gruselschrift drauf prangte und die illustriert wurde von einem grinsenden, als Geist verkleideten Kind, das sich bunte Bonbons in den Mund stopfte. Zum anderen die Tatsache, dass ein Bonbon, welches exakt so aussah wie das, welches ihm Ben gegeben hatte, oben an dem Gerät befestigt war.
Es mag unlogisch erscheinen, aber noch bevor Florian sich näher mit dem Apparat beschäftigte, befiel ihn ein merkwürdiger Verdacht, dem er direkt auf den Grund ging. Er ging zurück in den Flur, öffnete die Mülltonne und sah hinein. Das Bonbon, welches er gerade erst dort hineingeworfen hatte, war verschwunden. Und auch wenn er kurz bei Katrin im Schlafzimmer gewesen war, war er sich ziemlich sicher, dass weder seine Stieftochter noch sein Stiefsohn es dort herausgeholt hatten. »Verdammte Scheiße«, flüsterte Florian. Wie in Trance berührte er das seriale Gerät und versuchte es hochzuheben, um es von unten zu betrachten. Es ging nicht. Das verdammte Ding war nicht nur aus dem Nichts erschienen, sondern auch bombenfest mit der Arbeitsplatte verwachsen. Florian atmete tief durch und vergrub seine Hände in den Haaren. Er hatte genug Horror- und Mystery-Filme gesehen, um keine Zeit mit den üblichen rationalen Erklärungen zu verschwenden. Wenn solch ein Ding plötzlich im Haus auftauchte, direkt nachdem ihn jemand an die Leichen im Keller seiner Vergangenheit erinnert hatte, musste man schon einen ziemlichen Hirnschaden haben, um eine rationale Erklärung anzunehmen. Vielmehr musste jeder vernünftige und nicht komplett wahnsinnige Mensch in so einer Situation davon ausgehen, dass es zwischen diesen Ereignissen einen Zusammenhang gab. Florian war ein vernünftiger Mann und deshalb wusste er, dass Ben ihn mit diesem Gerät etwas mitteilen wollte. Die Frage war nur, was das war und was genau er von ihm erwartete. Letztlich gab es nur drei denkbare Motivationen. Rache, Reue oder Wahrheit. In jedem dieser Fälle würde Florian eine ganze Menge leiden müssen. Zwei davon würde er zumindest überleben. Was genau passieren würde, hing wohl davon ab, wie tief Bens Hass auf ihn reichte. Leider war es praktisch unmöglich gewesen, im verschlossenen Gesicht des Teenagers zu lesen. »Happy Halloween, Florian«, flüsterte er zu sich selbst und krallte vor Verzweiflung seine Finger in die Handflächen, bis sich die Spuren der Nägel dort kalkweiß abzeichneten. Seine Festtagsstimmung konnte er nun wohl vollkommen vergessen. Aber was passierte jetzt? Irgendetwas sollte er doch sicher mit diesem Gerät tun. Entschlossen, es herauszufinden, tat er das Naheliegendste und drehte die Kurbel einige Male. Sie war am Anfang recht schwergängig, ließ sich dann jedoch mühelos bewegen. Halb rechnete er damit, eine Stimme oder eine gruselige Melodie zu vernehmen, wie bei einer Spieluhr oder einem Schwarm von Fliegen zu entfesseln, aber alles, was passierte, war, dass ein kleines, seltsam geformtes Bonbon in das untere Fach des Gerätes fiel. Mit schweißnassen Händen und spitzen Fingern entfaltete er das kirschrote, knittrige Bonbonpapier, nur um im Inneren keine Süßigkeit, sondern einen zerknüllten Zettel vorzufinden. Während er nervös über die Schulter sah, um sich zu vergewissern, dass niemand lauschte oder ihn beobachtete, faltete er ihn auseinander und las die Nachricht, die ihm in engen, mit sichtbarer Wut ins Papier gedrückten Lettern entgegensprang. »Große Opfer, große Freiheit, kleine Opfer, kleiner Schutz. Ohne Wahrheit sinkt und stirbt dein vorgetäuschtes Glück im Schmutz.« »Ah, wunderbar«, dachte Florian. »Was sollte er jetzt tun? Ein Huhn schlachten? Ein Kilo Zucker aus ihrem Vorratsschrank opfern?« Und die Wahrheit kam erst recht nicht in Frage. Wenn er die Mia, Katrin, Leon oder gar der Polizei erzählte, wäre sein Leben zerstört. »Nein«, flüsterte Florian trotzig. »Egal, welche komische Magie du da in die Finger bekommen hast. Ich lass mich nicht erpressen, hast du verstanden?« Er bekam keine Antwort. Wobei, in gewisser Weise doch. Kaum 3 Sekunden, nachdem er diese Worte ausgesprochen hatte, begann es überall um ihn herum zu rappeln und zu klappern, so als würde ein kleines Erdbeben das Haus erschüttern. Und doch war es anders, denn die Erschütterungen erfolgten nicht nur vertikal, sondern auch horizontal und irgendwie kreisförmig, wie in einem ruckligen, aber extrem langsamen Karussell. Florian hielt sich an der Arbeitsplatte fest. Weniger, weil er nicht in der Lage war, den Erschütterungen zu trotzen, sondern vor allem, weil er vollkommen überrumpelt war. Doch das spontane Beben dauerte nicht lange und es endete mit einem durchdringenden, im gesamten Haus hörbaren Klicken. Gerade als dieses Klicken ertönte, vernahm Florian Schritte. Zum Glück reagierte er schnell, denn er hatte gerade noch Zeit, den Zettel einzustecken und die unheilvolle Bonbonmaschine mit einem Topf zuzudecken, als schon seine Verlobte und seine Stiefkinder hereingestürmt kamen. »Florian, ist alles in Ordnung?«, fragte Katrin besorgt, die selbst sah unverletzt, aber kreidebleich aussah. Auch seinen Stiefkindern schien es da nicht anders zu gehen.
Sein Stiefsohn sah ihn hilfesuchend an und auch Mia wirkte ziemlich verwirrt. »Was zur Hölle war das?«, fragte seine Tochter. »Ein so kurzes Erdbeben habe ich noch nie erlebt, aber es war heftig. Ich bin fast von der Couch gekippt.« »Ich weiß es nicht«, sagte Florian schulterzuckend, was zumindest fast stimmte. »Ich check mal eben die Warn-App«, sagte Katrin und tippte auf ihrem Handy. »Nicht, dass da irgendwas Gefährliches explodiert ist.« Nach einigen Minuten Recherche schüttelte sie jedoch den Kopf. »Nichts«, sagte sie, »weder in der App noch in den Lokalnachrichten oder bei der Polizei und der Feuerwehr. Wahrscheinlich ist das alles noch zu frisch. Aber Leon, wärst du so gut und schließt alle Fenster, nicht, dass irgendwelche Gifte freigesetzt wurden.« Leon nickte und stürmte los. »Ich weiß, es klingt verrückt, aber vielleicht sollten wir auch mal draußen nachsehen. Womöglich ist bei den Nachbarn irgendwas hochgegangen.« Mia griff nach der Klinke, zog an der Tür, rüttelte schließlich daran, doch nichts geschah. »Hast du wieder abgeschlossen?« fragte sie Florian und sah ihn tadelnd an. »Nein«, antwortete Florian automatisch, während ihm die Angst in alle Glieder kroch. Bis jetzt hat er das alles für ein Psychospielchen zwischen ihm und Ben gehalten, aber nun schien es, als wäre seine gesamte Familie involviert. »Muss aber, sonst würde sie doch wieder aufgehen. Ihr alten Leute vergesst sowas eben gern mal«, sagte Mia neckend, jedoch merkte man auch ihre Nervosität an. Mechanisch händigte Florian ihr den Schlüssel aus und sie rammte ihn regelrecht ins Schloss und drehte ihn mit nervösen Händen in beide Richtungen. »Scheiße, sie geht nicht auf!« »Ganz ruhig, Schatz. Wahrscheinlich klemmt sie nur. Notfalls müssen wir die Feuerwehr rufen oder wir steigen über die Fenster raus.« Im selben Moment kam Leon zurück. Er zitterte am ganzen Körper. »Papa, Mama, die Fenster, die sind komisch.« »Was meinst du?« fragte Florian, während Katrin ihren Sohn sofort tröstend in die Arme schloss. Statt zu antworten, zeigte der Junge auf das kleine Küchenfenster, an das sie alle bisher nicht gedacht haben, das jedoch jetzt zum Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit wurde. Es stand noch immer offen. Und doch konnte man nichts sehen, denn dahinter war alles dunkel. Und das, obwohl eigentlich gerade noch ein zwar gedämpftes, aber immer noch gut wahrnehmbares Spätnachmittagslicht vorgeherrscht hatte. Jetzt jedoch war es nicht nur einer gewöhnlichen Nacht gewesen, sondern einer so vollständigen Schwärze, dass weder Straßenlaternen noch Sterne oder die Beleuchtung oder die blinkende Halloween-Dekoration der Nachbarhäuser sichtbar blieben. Es lag wohl nur an der hellen Küchenbeleuchtung, dass ihnen das nicht früher aufgefallen war. »Ist das irgendein Scherz, so wie damals, als Mark von schräg gegenüber uns die Plastikskelette vors Fenster gehängt hatte? Hat er sich jetzt einfach eine große dunkle Plane besorgt?« »Und die einfach so über unser ganzes Haus gehängt.« »Was soll es sonst sein? Eine Sonnenfinsternis vielleicht?« schlug Mia vor, jedoch in einem Tonfall, der klar machte, dass sie selbst nicht so wirklich an diese Erklärung glaubte. Wie um das zu unterstreichen, streckte sie die Hand nach dem Fensterspalt aus und griff mit den Fingern in die unheimliche, leicht gräuliche Finsternis. Florian war fast so, als würde die Dunkelheit ihre Finger verschlucken, vielleicht sogar fressen. Und er musste sich beherrschen, um seine Stieftochter nicht mit Gewalt wegzuziehen. »Das ist kein Stoff und auch keine Plane. Das fühlt sich feucht an und klebrig, fast wie Zuckerwatte.« Sie zog ihre Hand zurück und roch daran. »Es riecht auch nach Zuckerwatte, nur in widerlich.« Als Katrin den Finger daraufhin zu ihren Lippen führen wollte, protestierte Florian lautstark. »Nein, nimm das nicht in den Mund, das Zeug könnte giftig sein.« Mia gehorchte, aber man sah ihr an, dass es ihr schwerfiel. Florian sah kurz seine Gier in ihren Augen, die ihm eine Scheißangst machte. »Wasch dir den Mist besser ab«, sagte er und drehte den Wasserhahn auf, woraufhin ein klarer Strahl daraus hervorsprudelte. Mia hielt ihre Hände darunter und begann sie zu waschen, stutzte dann aber. »Bäh, das ist auch klebrig«, und sah angewidert auf ihre Hände. »Wie kann das sein? Ist irgendwas in die Wasserleitung geraten?«, überlegte Katrin laut, während Florian schnell eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank holte und sie seiner Tochter reichte. Offenbar befand sich darin noch ganz normales Wasser, denn als sie ein paar Tropfen Spülmittel auf ihre Hände träufelte und es darüber schüttete, entspannte ihr Gesicht sich merklich. Auch die seltsame Gier war aus ihren Augen verschwunden und von Ekel verdrängt worden. »Ich weiß es nicht. Jedenfalls sollten wir besser die Finger von dem Leitungswasser lassen.« »Und wie soll das funktionieren?« fragte Mia, während sie sich die Finger in ihrem Kostüm abwischte.
Wir sind ohne sauberes Wasser in unserem verfickten Haus eingesperrt. Schon in ein paar Tagen werden wir bestialisch stinken und dann wahrscheinlich verdursten. Und ich weiß nicht, welche Vorstellung mir mehr Angst macht. Eine Weile herrschte Stille, während jeder von ihnen seinen Gedanken nachhing und versuchte, die Situation zu verarbeiten. Ganz besonders Florian, dessen Schuldgefühle in ihm wuchsen und der sich den Kopf darüber zermarterte, ob er seiner Familie zumindest grob einweihen sollte. Nein, entschied er, noch nicht. Es muss eine andere Lösung geben. »Ich will nicht verdursten«, sagte der kleine Leon schließlich und ergriff die Hand seiner Mutter. »Das wirst du auch nicht«, sagte Katrin energisch und strich ihren Sohn tröstend über die Haare. »Wir rufen jetzt nämlich Hilfe.« »Vergiss es«, sagte Mia, die resigniert auf ihr Handy starrte. »Das habe ich schon versucht, habe weder die Polizei noch die Feuerwehr erreicht oder meine Freundin auch nicht.« »Auch nicht per WhatsApp?« Mia schüttelte den Kopf. »Nein, nicht einmal mit einer verdammten E-Mail. Ich kann Webseiten aufrufen, aber ich kann keine Nachrichten raussenden. Kein Social Media, kein Messenger. Sogar Chatrooms und Foren werden Fehlermeldungen aus. So etwas habe ich noch nie erlebt. Du kannst es aber gern auch mal versuchen.« Das tat Katrin mit demselben Ergebnis. »Fuck, fuck, fuck«, rief Katrin und trat in einem für sie ungewöhnlichen Wutausbruch gegen die Spülmaschine, woraufhin ihre gesamte Familie sie überrascht ansah, allen voran Leon. »Ach, tut mir leid, Kleiner, das ist alles ein bisschen viel. Werden wir doch verdursten?«, fragte Leon besorgt. »Nein, werden wir nicht, wir werden einen Weg finden, hörst du?«, sagte Katrin kämpferisch. »Und wenn wir ihn uns mit Gewalt bahnen müssen...« Mit diesen Worten stürmte sie aus der Küche. »Wo willst du hin?« rief Mia ihr hinterher, doch sie antwortete nicht. Dafür kehrte sie nach ein paar Minuten mit einer großen, schweren Schaufel und einer Axt zurück. Die Schaufel drückte sie Florian in die Hand, der sie mit geweiteten, fragenden Augen ansah, während sie die Axt mit beiden Händen umklammerte. »Was?« begann er, bevor Katrin ihn unterbrach. »Wir werden die Tür aufbrechen und uns notfalls durch diesen Schmodder graben«, sagte sie, und ihre Augen schienen dabei vor Entschlossenheit fast Feuer zu fangen. Florian bewunderte ihre Tatkraft, hatte das schon immer getan, aber er hatte seine Ahnung, dass sie vergebens sein würde. »Findest du das nicht ein bisschen extrem? Die Tür war ziemlich teuer und in ein paar Stunden kommen ohnehin unsere Gäste und werden bestimmt Hilfe holen, wenn sie sehen, was mit unserem Haus los ist.« »Es ist meine verdammte Tür. Ich habe sie bezahlt und wenn du nicht bereit bist, dich für meine Familie einzusetzen, kannst du bei deiner nächsten Gelegenheit gern hindurchgehen und nie mehr wiederkommen«, sagte Katrin, und Florian spürte, wie ihm allein bei dem Gedanken das Blut aus dem Gesicht wich. Die alten Wunden rissen wieder auf und all die Schwierigkeiten und das Misstrauen am Anfang ihrer Beziehung, das sich erst in letzter Zeit so richtig gelegt hatte und sich in eine, wie er bis zu diesem Augenblick gedacht hatte, unerschütterliche Harmonie verwandelt hatte, wurde mit einem Schlag wieder präsent. Allein der Gedanke, dieses Haus verlassen zu müssen, nein, nie mehr wollte er allein sein, mit sich selbst allein sein, mit dem, was er gewesen war und was wieder aus ihm werden könnte. »Ich will nicht, dass Papa geht«, protestierte Leon, und die Worte rannen wie ein sanftes Streicheln an Florians Rücken hinab. »Komm mal runter, Mom, wir sind alle gestresst, aber so auszuticken hilft uns auch nicht weiter.« »Deine Mutter hat schon recht«, versuchte Florian zu deeskalieren und schluckte die Kränkung herunter, in der Hoffnung, seine Verlobte zu besänftigen. »Das war eine dumme Aussage von mir. Wir müssen alles tun, um hier rauszukommen. Türen kann man ersetzen, Leben nicht.« Florian warf einen kurzen Blick zu Katrin, die diesen grimmig, aber zumindest etwas milde gestimmt erwiderte. Dann schlug er gewillt, sein Engagement zu zeigen, krachend gegen die nagelneue Tür und stellte sich dabei das Gesicht von Pauls verschissenem Bruder vor, als das Holz splitterte wie eingeschlagene Zähne. Auch Katrin schlug mit wilder Kraft zu, und schon nach wenigen Minuten hatten sie eine Lücke geschaffen, durch die man bequem gehen konnte. Nun stand nur noch diese schwarze, klebrig weiche Substanz zwischen ihnen und der Außenwelt. Florian streckte seine Finger danach aus. Anders als an den Fenstern war sie hier nicht so weich wie Zuckerwatte, sondern so hart und fest wie Gelee und wahrscheinlich auch ähnlich flexibel. Denn obwohl sie es bei ihrem Massaker an der Eingangstür bereits mehrmals durchdrungen haben mussten, war das Zeug noch vollkommen intakt. »Vielleicht sollten wir es mit dem Bunsenbrenner versuchen und...« Katrin spannte ihre Muskeln an und hieb mit der Axt direkt auf die Masse ein. Eine klaffende Wunde entstand. »Nimm das, du Mistding!« rief sie mit grimmiger Zufriedenheit.
Dann erklang ein gluckerndes, brudelndes Geräusch und die Masse schoss in einem klebrigen Strahl mit Hochdruck aus dem Riss hervor, direkt auf Katrins Brust. Sie schrie auf und wurde gegen die Wand gedrückt, während der Strahl sie von Kopf bis Fuß besudelte und mit der Härte eines Wasserwerfers auf ihr Fleisch einwirkte. Florian reagierte spät, aber er reagierte, indem er die Schaufel zwischen die Flüssigkeit und Katrin brachte. Der Strahl wurde abgelenkt und klatschte erst gegen die Decke, wo er Stücke aus der Verkleidung rausriss. Doch schließlich gelang es Florian, trotz des entschiedenen Protests seiner Muskeln, die Richtung zu verändern und den Strahl direkt gegen die klebrige Substanz zu richten. Die Masse zuckte zusammen wie ein getroffenes Tier und wich schließlich zurück, wenn auch nicht weiter als bis kurz vor den Türrahmen. Dann endlich, als Florian schon dachte, dass seine Muskeln einfach zerreißen würden, hörte das Bombardement auf. Ihre Wohnung jedoch sah nun aus wie ein besudelter und chemisch süß stinkender Saustall. Weder Wände noch Möbel oder Teppiche waren verschont geblieben, vor allem aber nicht seine Verlobte. Mia und Leon waren bereits bei Katrin, die bei Bewusstsein war, aber mit schmerzverzerrtem, schweißnassem Gesicht an der Wand lehnte und das begutachtete, was die Masse angerichtet hatte. Mitten auf ihrer Brust befand sich ein großer, schwarzblauer Fleck, der so übel aussah, als hätte man sie dort mit einem Baseballschläger getroffen. Florian stürmte zu ihr. »Alles in Ordnung?« fragte er so dämlich wie perplex. »Meine Brust. Ich glaube, es hat einige Rippen erwischt. Das Atmen ist nicht so einfach. Ich«, brachte sie stoßweise hervor. Der kampflustige Zorn in ihren Augen war erloschen. »Oh, verfluchte Scheiße!« rief Florian und kämpfte nun seinerseits mit einem hilflosen Zorn, während ihm die Tränen übers Gesicht rannen. Er empfand Zorn auf sich selbst, aber vor allem auf Ben und seinen elenden kleinen Bruder. »Wir müssen Hilfe holen.« »Wie denn?« fragte seine Stieftochter zurecht. »Ohne Gedankenübertragung wird das nichts.« »Es wird schon gehen. Ich glaube, es ist nur eine Prellung. Nichts gebrochen, hoffe ich zumindest. Oh, ich brauche Ruhe. Ich muss hier weg von diesem Zeug. Bringt mich zur Couch, bitte.« Florian streckte seine Hand aus und zusammen mit seiner Stieftochter half er Katrin in eine aufrechte Position und ging mit ihr zur Couch, wo sie sich sofort erschöpft fallen ließ. Florian sah zu seiner Frau und dann auf die Uhr über dem Esstisch. »Melanie und Anton sollten in etwa einer Stunde da sein. Sie werden uns helfen«, sagte Florian, und in den Augen seiner Verlobten las er, dass sie genau das auch glauben wollte. Es wurde 6, dann 7 und schließlich 8 Uhr. Und weder Melanie und Anton noch Michaela, Tom oder einer ihrer anderen Gäste ließ sich blicken. Die Wartezeit hatte Katrin mit dem unruhigen Dösen und Florian, Mia und Leon vor allem damit verbracht, nach einem Ausweg aus dem Haus zu suchen. Aber in jedem Raum und an jedem Fenster, einschließlich des Kellers, ergab sich dasselbe deprimierende Bild süßlich dunkler Hoffnungslosigkeit. Sie saßen also fest, denn einen erneuten Angriff auf die Substanz hätte sich nach dem, was Katrin passiert war, zumindest fürs Erste keiner von ihnen zugetraut. Immerhin erholte sich Katrin im Laufe dieser Zeit einigermaßen von ihrem Schock und ihrer Verletzung. Wie sie vermutet hatte, schien sie nicht lebensgefährlich zu sein, weswegen sich die kleine Familie letztlich zu viert am überdimensionierten, ausgezogenen Küchentisch niederließ und lustlos in dem rumstocherte, was Florian gekocht hatte. Die Kinder saßen an den Seiten, während Katrin und Florian jeweils am Kopfende Platz genommen hatten. Dass sie so weit auseinander saßen, war für Florian passend, denn seit dem Vorfall hatte seine Frau kaum ein Wort mit ihm gesprochen. Es war, als wäre ein unsichtbarer Keil zwischen sie getrieben worden, auch wenn es dafür zumindest keinen objektiven Grund gab. »Soll ich das Popcorn holen?« fragte Florian in die Runde, in dem dringenden Bedürfnis, irgendeine Veränderung in den missmutigen Gesichtern zu bewirken. »Das Essen scheint euch ja eher nicht zu schmecken.« »Ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder etwas Süßes anrühren«, verkündete Mia schlicht gelaunt. »Riechst du das nicht? Diesen süßlichen chemischen Gestank? Wie kannst du da auch nur an Popcorn denken? Merkst du nicht, wie schlecht die Luft geworden ist? Es ist nicht nur der Gestank allein. Es kommt doch kein frischer Sauerstoff mehr hier rein.
Früher oder später werden wir alle ersticken. Vielleicht noch bevor wir verdursten. Nein, Papa, nach Popcorn ist mir ganz bestimmt nicht zumute. Leon hingegen war für seinen Vorschlag aufgeschlossener. Ich will etwas haben, sagte der Junge freudig, begann bis über beide Ohren zu strahlen und ließ sofort den Löffel in seine lauwarme Kürbissuppe fallen. Mehrere Spritzer landeten auf Mias Kostüm, was ihr jedoch nicht mehr als ein genervtes Grunzen entlockte. Katrin sagte nichts. Sie blickte nur starr auf das große Esszimmerfenster, hinter dem sich die dunkelgraue Masse wie die Brandung eines halb erstarrten Meeres gegen die Scheibe drückte und diese sogar gelegentlich leise zum Knarzen brachte. »Alles klar, Champion«, sagte Florian dankbar und stand auf, wobei das Geräusch seines zurückgeschobenen Stuhls wie ein Glockenschlag durch das Wohnzimmer hallte. So traurig es auch war, Florian begrüßte die Gelegenheit, der angespannten Stimmung für einige Augenblicke zu entgehen. Von der Harmonie, die er vor ein paar Stunden noch gefühlt hatte, war rein gar nichts mehr übrig. Während er auf die Küche zustrebte, versuchte er, den Blick auf den besudelten Flur und die zerstörte Wohnungstür zu vermeiden, konnte jedoch nicht verhindern, dass die pulsierende Masse zumindest sein peripheres Sichtfeld streifte. Er konnte sich täuschen, aber er glaubte, dass sie sich wieder etwas weiter nach vorn bewegt hatte. Sie hätten diese Barriere niemals zerstören sollen. Als er die Küche betrat, wo der allgegenwärtige süßliche Geruch wenigstens ein Stück weit vom deftigen Aroma des zubereiteten Essens verdrängt wurde, fühlte er sich absurderweise ein klein wenig sicherer. Jedenfalls so lange, bis sein Blick auf den Topf und die darunter verborgene Bonbonmaschine fiel. »Was zur Hölle willst du von mir, Ben?« fragte er leise in den Raum hinein und wünschte sich, wenigstens mit dem Jungen reden und verhandeln zu können. Doch aus diesem Haus drang nichts heraus, selbst wenn er sich fast sicher war, dass der Lümmel hinter irgendeinem Baum in der Nachbarschaft stand und sich das Spektakel schadenfroh ansah. Wobei, wahrscheinlich sah in den Augen der Nachbarn und Passanten alles ganz gewöhnlich aus. Andernfalls würde es hier sicherlich schon von Regierungstruppen wimmeln, die die seltsame Substanz untersuchen wollten. Auf Hilfe von außen konnten sie also eher nichts setzen. Dieser Gedanke deprimierte Florian nur noch mehr. Während er abwesend das Popcorn aus dem Topf in eine Schüssel füllte, sah er auf die Geister und Kürbisgirlanden, so als würde er sich von ihnen eine Antwort erwarten. Doch auch wenn ihn das nach den Geschehnissen der letzten Stunde nicht gewundert hätte, antworteten sie nicht. Es gab nur eine Möglichkeit, mit Ben zu kommunizieren, und im Grunde wusste er das. Darum bemüht, kein Geräusch zu machen, hob er den Topf an und stellte ihn leise auf einem Küchentuch ab, womit er Bens unwillkommenes Geschenk wieder offenlegte. Falls das Ding wirklich Ben gehörte, irgendwie glaubte er nicht, dass sein rachsüchtiger Teenager in der Lage war, sich ganz ohne Hilfe solch dunkler Magie zu bedienen. Dafür gab es sicher keine Tutorials im Netz, zumindest keine funktionierenden. Viel wahrscheinlicher war, dass er sich diese Bonbonmaschine in irgendeinem nischigen Hexenladen erstanden hatte, der ausnahmsweise nicht von einer mächtigen Hexe geführt wurde. Womöglich hatte er auch in einem schrulligen Antiquitätengeschäft oder in den tiefsten Winkeln des Darknets einen Einkaufsbummel unternommen. Aber wenn dem so war, so mochte der Einfluss des Jungen auf den magischen Apparat begrenzt sein. Und vielleicht kamen sie einfacher hier raus als gedacht. Florian beschloss, es auszuprobieren. Er nahm eine kleine Handvoll Popcorn aus der Schüssel, füllte sie in die seitliche Öffnung der Maschine und drehte ein paar Mal an der Kurbel. Als daraufhin ein kleines silbernes Bonbon herausfiel, schlich sich ein zögerliches Lächeln auf sein Gesicht. Neugierig und mit angehaltenem Atem wickelte er die Süßigkeit aus, gespannt darauf, was sein Opfer ihm eingebracht hatte. Nur um ein Haar und dank seiner von dem Mund gehaltenen Faust konnte er vermeiden, laut loszubrüllen, als das Ergebnis vor ihm lag. Es bestand aus drei kurzen, schokoladenfarbenen, aber nach Müll stinkenden Würmern, die sich in dem Papier wandten und die sich nach wenigen Augenblicken mit einer beachtlichen Geschwindigkeit hinter die Töpfe und Küchengeräte verzogen, um die darunterliegende Nachricht zu enthüllen. Netter Versuch, Kindermörder, aber da brauchst du mehr Einsatz. Florian erstarrte vor Grauen, als er diese Nachricht las. Natürlich hatte er bereits ermutet, dass es auf so etwas hinauslaufen würde, aber der Gedanke daran, sich zu verstümmeln, ohne zu wissen, ob das seiner Familie auch wirklich etwas bringen würde, war fast zu grauenhaft, um ihn auch nur zu denken.
Vor allem, weil er tief in sich wusste, dass es genau dazu kommen konnte. Wir finden einen anderen Weg, Arschloch, sagte Florian leise, stellte den Topf wieder auf das verfluchte Gerät, schnappte sich die Schüssel und ging zurück zu seiner Familie. Das hat aber lange gedauert, sagte Katrin missmutig, während Florian die Schüssel mit dem Popcorn abstellte, in die Leon sofort beherzt griff und sich eine Handvoll in den noch suppenverschmierten Mund steckte. Tut mir leid, ich war etwas unkonzentriert. Diese ganze Sache macht mir zu schaffen. Geht uns wohl allen so. Vor allem, weil wir keine Ahnung haben, warum das alles passiert. Ich meine, selbst wenn es etwas Übernatürliches ist, und da bin ich mir inzwischen verdammt sicher, muss es doch irgendeinen Sinn haben. Klar, das sind alles nur Geschichten, aber nach allem, was ich über Geister gesehen und gelesen habe, haben sie immer einen Grund für das, was sie tun. Und meistens wollen sie Rache. Irgendjemand von uns muss sie also verärgert haben. Die Frage ist nur, wer und womit. Florians Muskeln verkrampften sich und er spürte, wie sich kalter Schweiß aus den Poren seiner Stirn kämpfte. Seine Stieftochter war für seinen Geschmack viel zu schlau. Er bemühte sich darum, einen möglichst unbeteiligten und gelassenen Eindruck zu machen, aber er hatte natürlich keine Ahnung, ob das auch funktionieren würde. Vor allem, da er die forschenden Blicke von Mia, aber auch von Katrin auf sich ruhen fühlte. Es könnte auch ein Alien-Angriff sein, sagte Leon genüsslich kauend. Vielleicht haben sie die ganze Stadt mit ihrem Schleim überzogen. Schwachsinn! Wenn Außerirdische uns wirklich vernichten wollten, würden sie uns einfach in Stücke schießen und nicht so einen Aufwand betreiben. Das weißt du nicht, sagte Leon und nahm sich dabei eine weitere, noch größere Handvoll Popcorn, die er in seinem Mund verschwinden ließ. Es könnte auch ein Experiment sein. Seine Stimme klang beschwingt, glücklich, fast als befände er sich auf einer ganz gewöhnlichen Feier. Mia ignorierte ihren Bruder und dachte laut nach. Irgendeinen Anlass muss es für diesen Wahnsinn geben. Papa, du hast doch vorhin diesen Paketboten geöffnet, der sich in der Tür geirrt hatte, kurz bevor das alles angefangen hat. Ist dir da irgendetwas Komisches an ihm aufgefallen? Scheiße, dachte Florian und spürte, wie seine ruhige Fassade endgültig zerbrach. Katrins Kopf schnappte vor wie der Kopf einer Schlange. Du hast was? Warum hast du mir nichts erzählt? Ich meine, zur Hölle, warum habt ihr beide mir das noch nicht erzählt? Es begann Florian stotternd und rutschte unsicher auf seinem Stuhl hin und her, während ihn das manische Kauen von Leon, der die Popcornschüssel inzwischen direkt an seinen Mund geführt hatte, fast in den Wahnsinn trieb. Was verschweigst du uns, Florian? Fragte Katrin kühl und unnachgiebig. Florian begriff, dass er sich an einem Scheideweg befand. Wenn er alles abstritt, würde er sich, gerade in seiner jetzigen Verfassung, erst recht verdächtig machen. Wenn er allerdings nah an der Wahrheit blieb, ohne sie wirklich zu offenbaren... Es war kein Postbote. Es war jemand aus meiner Vergangenheit. Sein Name lautet Ben. Jetzt, wo er sprach, hatte er das Gefühl, dass die Worte hartnäckig wie verklebte Kaubonbons in seinem Mund hingen und einfach nicht herauskommen wollten. Und was wollte Ben von dir? Rede verdammt nochmal! Er macht mich für den Tod seines Bruders verantwortlich, sagte Florian, und die von Entsetzen geweiteten Augen von Mia und Katrin trafen ihn wie Messer. Er wusste jetzt mit Sicherheit, dass sie ihm die volle Wahrheit niemals verzeihen würden. Fast war er nur dankbar dafür, dass sich der kleine Leon lieber mit dem Inhalt der Popcornschüssel beschäftigte als mit seiner Geschichte. Und? Hat er recht damit? Fragte Katrin und ihr Tonfall legte nahe, dass sie sich ihr Urteil schon gebildet hatte. Nein, behauptete Florian und war erleichtert, wie überzeugt er dieses Wort herausbrachte. Es war nur ein dummer Unfall. Ich hatte seinem Bruder Paul und dessen Freunden Süßigkeiten gegeben, an Halloween. Die Süßigkeiten hatten aber Nüsse enthalten und Paul hatte leider eine Nussallergie. Er muss sehr viele davon gegessen haben, so viele, dass er einen tödlichen allergischen Schock erlitten hat. Doch er hatte mir nichts von seiner Allergie erzählt, weshalb ich mir keine Gedanken gemacht hatte. Ben aber ist bis heute fest davon überzeugt, dass ich das mit Absicht getan habe. Dass ich seinen Bruder hatte töten wollen. Das ist natürlich vollkommen absurd, aber das glaubt er nun mal. Das ist alles lange her und spielt sich weit von hier entfernt ab, aber irgendwie hat er mich wiedergefunden und will sich nun womöglich an mir rächen. Katrin sah Florian mit durchbohrendem Blick an. Wann... Ich meine, zur gottverfängten Hölle, wann hättest du uns davon erzählt?
sobald wir alle bis zum Hals in diesem klebrigen Zeug versunken sind, oder hättest du dein Geheimnis mit in unser aller Grab genommen? Tut mir leid, ich wollte euch da raushalten. Uns raushalten? Fragte Katrin und schlug dabei so fest mit der Faust auf ihren Suppenteller, dass ein Stück davon absplitterte. Das hat mal so gar nicht funktioniert, oder? Wir stecken hier knietief drin, Florian. Wir alle stecken da drin, egal ob du uns anlügst oder nicht. Das bringt auch nichts, Mom, sagte Mia. Ich bin genauso enttäuscht von Papa wie du, aber wir müssen herausfinden, was genau dieser Ben von uns will. Hat er dir irgendwas gegeben? Ich meine, eine verfluchte Puppe, einen Ring oder sonst irgendeinen Scheiß? Ja, sagte Florian über das zufriedene Rülpsen von Leon hinweg, der die letzten Krümel der 1000-Gramm-Schüssel in sich hineingeschüttet hatte. Er hat mir etwas gegeben. Kommt mit, ich zeig es euch. Es wird ja immer besser, sagte Katrin, als Florian die Bonbonmaschine enthüllte und fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. Denkst du, wir hätten das niemals entdeckt? Denkst du, wir hätten nie mehr die Küche aufgeräumt? Hättest du uns für so unglaublich dumm? Ich weiß nicht, wer du bist, dein Freund dieser Familie jedenfalls nicht. Das war zu viel. Er konnte vieles ertragen. Die Schuld, das Grauen dieser Situation, aber nicht, dass er von seiner Verlobten und seiner Familie, von seiner wunderbaren, selbstgewählten Familie ausgeschlossen wurde. Es gibt einen Grund, warum ich euch noch nicht davon erzählt habe. Diese Maschine hat einen Zweck. Und dieser Zweck kostet Überwindung, sagte Florian. Und noch bevor er das näher erläuterte, nahm er sich ein großes Fleischermesser aus dem Ständer und ließ es in den kleinen Finger seiner linken Hand fahren. Florian, nein! Brüllte Katrin und packte seinen Arm, aber Florian riss sich los und kappte seinen Finger mit zwei weiteren Hieben, wobei ihm selbst die Tränen in die Augen schossen. Leon schrie schrill auf und rannte aus der Küche. Mia schlug vor Entsetzen die Hände vors Gesicht und wich einen Schritt zurück. Dann nahm er sich ein Küchentuch und wickelte es um den Fingerstumpf, um die Blutung zu stoppen. Was? Warum hast du das getan? Fragte Mia verstört. Weil ich euch vielleicht damit helfen kann, sagte Florian mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich bin nämlich ein Freund dieser Familie, sagte er zu Katrin, die verschämt den Kopf senkte. Dann nahm er den abgeschnittenen Finger mit seiner unversehrten Hand, steckte ihn in die Maschine und legte die Hand auf die Kurbel. Das ist widerlich, sagte Mia und wandte den Blick ab. Was erhoffst du dir davon? Fragte Katrin, während Florian die Kurbel drehte und dem knirschenden Geräusch lauschte, mit dem die Knochen in seinem kleinen Finger gebrochen und zermahlen wurden. Ein Happy End, sagte Florian vage und starrte wie hypnotisiert auf die untere Öffnung der Maschine. Es dauerte einige Sekunden, doch dann purzelte ein großes, in goldenes Papier eingeschlagenes Bonbon heraus. Florian griff sofort danach und packte es aus. Im Inneren war ein stinkendes, rosiges Etwas. Mia, die inzwischen ihren Blick wieder auf das Grauen gerichtet hatte, wirkte. Ist das etwa... Ja, das ist, was an meinem Finger übrig ist, sagte Florian gefasst, auch wenn er innerlich kurz davor war, zusammenzubrechen. Er nahm das Bonbon in seine verstümmelte Hand und faltete mit der anderen das Papier auseinander. Erneut stand etwas drauf geschrieben. Er las es laut vor. Die Rettung des Wahrhaftigen liegt in einer Köstlichkeit, die durch die Dunkelheit fliegt. Trotz seiner Schmerzen konnte Florian sich ein Lächeln nicht verkneifen. Wir kommen hier raus. Wir kommen endlich hier raus. Das ist großartig, Papa. Aber wenn wir hier raus sind, finden wir diesen Ben, reißen ihm den Sack auf, tauchen seine Eier in Schokolade und verfüttern sie zu Ostern an die Nachbarschaft. Einverstanden? Einverstanden. Dann brechen wir mal diesen beschissenen Fluch. Er ging aus der Küche und nahm das widerwärtige Bonbon in seine gesunde Hand. Dann stellte er sich vor die klebrig-süße dunkle Masse, die inzwischen fast bis zur Küchentür reichte, und schleuderte seinen zerdrückten Finger mitten hinein. Mit einem schmatzenden Geräusch wurde er von der Substanz verschlungen. Sie alle hielten den Atem an, warteten auf ein Wunder, auf eine Öffnung, darauf, dass sich die widerlich stinkende Substanz zurückzog. Aber nichts geschah. Gar nichts. Das kann nicht. Florian sah auf seinen Finger, dann auf die Masse und plötzlich spurtete er los, hämmerte mit den Fäusten gegen die klebrige Barriere. Komm sofort zurück, sonst holt es dich auch noch, bat ihn Katrin, aber Florian gehorchte nicht. Alles, was er tat, war zu schlagen und zu schreien. Du hast uns betrogen.
Ich hab getan, was du wolltest. Lass uns raus, du Arschloch. Oder wenigstens meine Familie. Sie haben damit nichts zu tun. Lass sie raus, sie verdammt nochmal. Immer wieder schleuderte er diese Worte in verschiedenen Variationen ihrem Gefängnis entgegen. Und anders als Katrin befürchtet hatte, verschlang die Masse Florian nicht. Aber sie wich auch nicht zurück. Schließlich hörte Florian auf das klebrige Zeug anzuprügeln und seine Stimmbänder kaputt zu schreien und sank kraftlos auf die Knie. Wir sind verloren. Jetzt sind wir wirklich verloren. Ein Scheiß sind wir. Wir kommen hier raus und wenn ich uns einen Tunnel durch den Boden graben muss. Komm, wir gehen zurück ins Wohnzimmer und ich will keinen Fatalismus mehr, okay? Leon braucht Hoffnung, kein Rumgeheule. Es ist auch schon so schwer genug für ihn. Du hast recht, sagte Katrin und streckte Florian ihre Hand entgegen. Mit müdem Blick ergriff er sie und ließ sich widerwillig auf die Beine ziehen. Es tut mir leid, sagte sie sanft zu ihm und mit ihrem Lächeln kehrte auch etwas Hoffnung in Florian zurück. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen. Du bist nicht nur ein Freund dieser Familie. Du gehörst dazu. Danke, sagte Florian lächelnd und gemeinsam gingen sie ins Wohnzimmer. Offensichtlich hatte wenigstens einer von uns Spaß, sagte Mia kichernd und zeigte auf ihren kleinen Bruder. Leon saß auf dem Boden neben dem Wohnzimmerschrank und war bedeckt von Pralinenpackungen und Bonbonpapieren, während sein schokoladenverschmierter Mund noch immer genussvoll kaute. Was zum... Leon! Tadelte seine Mutter. Die Pralinen sind mit Alkohol und selbst wenn sie es nicht wären, du kannst doch nicht so viele... Ich hab solchen Hunger, sagte Leon nur mit glasigem, berauschtem Blick. Du siehst aber ziemlich satt aus, kommentierte Mia und zeigte auf seinen deutlich gewölbten Bauch und sein pausbäckiges Gesicht. Anfangs kicherte sie dabei noch. Zu absurd war dieser Anblick und zu groß die Sehnsucht nach etwas Leichtigkeit, doch das Lachen blieb ihr schon bald darauf am Hals stecken. Das ist nicht normal. Niemand nimmt so schnell zu, nicht einmal nach einem Fressgelage. Florian kam zum selben Schluss und stürmte auf Leon zu, der wie ein umgeworfenes Schnecke auf dem Rücken lag. Hast du Schmerzen? Fragte er ihn und strich über seine verschwitzte, weiche, fast teigige Haut. Nein, nur Hunger. Haben wir noch was Süßes? Er präsentierte ein gieriges Grinsen, mit Zähnen, die schwarz von Kakao waren, doch seine Augen blickten traurig, erschüttert, verloren. Du isst keine einzige Süßigkeit mehr, hörst du? Nein, das ist gemein, brüllte Leon und wand sich trotzig hin und her, so sehr es sein vollgestopfter Körper zuließ. Dann bin ich eben gemein, aber das ist mein letztes Wort. Ich werde etwas finden. Das Süße ist überall, riecht ihr es nicht? Es riecht so verführerisch und es will zu mir, will in mich hinein. Leon setzte seine Arme auf den Boden auf und versuchte, sich in die Höhe zu stemmen. Aber dann sank er wieder zurück und fing an, stattdessen laut zu schnarchen. Katrin und Florian sahen ihren Sohn mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und tiefer Sorge an. So lange, bis sie von Mia aus ihren Gedanken gerissen wurden. »Hey, seht ihr das?« sagte Mia und klang dabei unerwartet fröhlich. Sie zeigte auf die Decke und die Blicke von Florian und Katrin folgten ihr. Dort oben war ein Loch. Es war nicht groß, vielleicht gerade groß genug, um den alten, schlanken Leon durchzupressen. Aber statt der klebrigen, stinkenden Masse strömten frische Luft und glitzerndes Mondlicht hindurch hinein. Florian spürte ein Knistern in seiner Hand, so als wollte das Bonbonpapier, das er immer noch darin festhielt, auf sich aufmerksam machen. Verstohlen entfaltete er es erneut und las die Botschaft, die sich verändert hatte. »Ein Körnchen Hoffnung für ein Körnchen Wahrheit«, stand dort geschrieben. Und Florian war, als hätte man ihm ein ebenso großes Loch ins Herz gebohrt, wie es nun an ihrer Wohnzimmerdecke prangte. »Halt mich fest, Papa«, verlangte Mia, die sich auf die höchste Stufe der kleinen Leiter gestellt hatte und jetzt versuchte, mit der Hand an das Loch in ihrer unglücklicherweise recht hohen Decke zu gelangen. Währenddessen kümmerte sich Katrin um den zwar wieder zu Bewusstsein gekommenen, aber dafür äußerst hungrigen Leon, wobei ihre Fürsorge vor allem darin bestand, ihn liebevoll, aber unnachgiebig festzuhalten und ihn davon abzuhalten, in die Küche zu eilen. Klar, Schatz, stimmte Florian zu und schlang die Arme um seine Stieftochter, um ihr mehr Stabilität zu verleihen. Auf diese Weise gestützt, streckte sie sich weiter vor und streckte erst ihren Arm und dann ihren Kopf durch das Flachdach. »Ich fühle frische Luft«,
sagte sie gerührt und weinte dabei fast. »Das ist großartig«, sagte Florian und schöpfte beinahe selbst ein wenig Hoffnung. Lediglich Bens Nachricht, die zerknüllt in seiner Tasche lag, dämpfte seine Erwartung etwas. Sie klang nicht so, als hätte sie sich bereits die Freiheit verdient. »Gib mir die Säge!« »Bist du dir sicher, du könntest dich verletzen und gib mir die verdammte Säge!« Florian widersprach nicht länger, sondern reichte ihr die elektrische Kreissäge, die er auf ihren Wunsch hin aus dem Keller geholt hatte. Wenn jemand einen Weg hier rausfand, war es Mia. Seine handwerklich recht begabte Stieftochter verschwendete keine Zeit und setzte das Werkzeug an dem kreisrunden Loch an. Dann begann sie zu schneiden. Obwohl sie dabei auf einem Bein stand, arbeitete sie erstaunlich präzise und tatsächlich gelang es ihr, durch das Holz zu schneiden. Keine dunkle Magie hinderte sie daran. Die Splitter flogen nur umso her und zum Glück hatte Mia daran gedacht, eine Schutzbrille anzuziehen. Florian hingegen musste sich auf den Schutz seiner bloßen Hand verlassen, die er abschirmend vor seine Augen legte und dabei mehrere kleine Stiche und Schnitte in Kauf nahm. Verglichen mit dem, was über ihm geschah, waren diese Schmerzen jedoch irrelevant. Denn nicht nur gelang es mir, das Loch immer weiter zu vergrößern, an den Schnittkanten zeigte sich auch nicht die befürchtete klebrig-süße Substanz, sondern lediglich Putz, Dämmmaterial und Holz. Und darüber lag nur der freie, harmlose Nachthimmel. Florian wagte kaum zu hoffen, dass Ben sie alle gehen lassen würde, aber vielleicht hat er wenigstens etwas Mitleid mit den Unschuldigen und würde seine Familie freilassen. Schließlich gab Mia Florian die Säge zurück. »Ich glaube, ich versuche mein Glück«, sagte sie und grinste dabei über beide Ohren. »Wenn ich es rausschaffe, kann der Rest von euch direkt nachkommen.« »Was ist mit Leon?« fragte Katrin und strich dem schwitzenden Jungen, der zitterte wie ein Junkie auf Entzug, sanft über sein gequältes Gesicht. »Er wird da niemals durchpassen.« »Wir werden das Loch vergrößern und zu dritt kriegen wir ihn schon durch. So schwer ist der kleine Pimpf dann auch wieder nicht.« Katrin nickte. »Also los«, sagte Mia und atmete tief ein. Dann hob sie ihre Arme wieder durch die Öffnung, stützte sich an den Rändern ab und zog sich, gestützt von Florian, ein ganzes Stück nach oben. »Oh, ich kann den Herbstwind in den Haaren spüren«, sagte sie fröhlich und schüttete ihr langes Haar in der kühlen Nachtluft. »Schieb mich an, Papa, dann geht es noch leichter.« Gerade wollte Florian ihrem Wunsch nachgeben, als er etwas an der Decke bemerkte. »Mia, komm sofort runter!« »Du hast wohl einen Arsch offen, ich werde doch nicht auf halbem Weg kommen, runter!« brüllte er und etwas in der Stimme ihres Stiefvaters drang zu mir durch, nur leider zu spät. »Hey, das kitzelt«, sagte sie kichernd, während sich die klebrige Masse ihrer Finger nach ihrer Brust ausstreckte. Doch als aus der vorsichtigen Berührung ein festerer Druck wurde, verließ sie alle Fröhlichkeit. Endlich ahnte sie, was das war. »Lass einfach los«, rief Florian alarmiert und kickte die Leiter zur Seite, um mehr Platz zu haben. »Ich zieh dich raus!« Mia gehorchte und ließ los, aber dennoch rutschte sie nicht herunter. Die Substanz hielt sie fest. »Ach, der Druck, er tut so weh!« brüllte sie panisch, während Florian ihre Rippen ungesund knirschen hörte. Er zog, so fest er konnte, doch nichts geschah. Sie bewegte sich nicht. »Katrin, hilf mir!« bat er seine Frau und sie sprang auf und zog ebenfalls an Mias Körper. Dann knirschte es noch lauter und Mia schrie, brüllte, zappelte mit den Beinen, was es ihren Eltern nur noch schwerer machte, sie festzuhalten. Doch gleichzeitig schien dieses Zappeln den Ausschlag zu geben. Endlich fiel sie herunter, direkt in die weichen Arme ihrer Eltern, keuchend, schmerzerfüllt, enttäuscht, aber lebendig. Wie konnte... Mein Opfer war wohl nicht groß genug. Der kleine Finger hat nicht gereicht, ich hätte mehr geben sollen. »Du trägst keine Schuld«, sprang ihm Katrin unerwarteterweise und zugleich ziemlich wütend bei. »Es ist allein dieser Psychopath, der meiner Familie das angetan hat. Wäre sein beschissener kleiner Bruder noch am Leben, würde ich ihm Erdnussbutter in seine dreckigen Venen pumpen, bis er noch einmal krepiert.« Noch während sie ihre Hasstirade herausließ, tastete sie den Brustkorb ihrer Tochter ab, der voller blauer Flecke und Schwellung war. »Wie bei mir«, sagte sie erleichtert, auch wenn Mia bei ihren Berührungen zurückzuckte und gequält das Gesicht verzog. Geprellt und vielleicht angebrochen, aber nichts Lebensgefährliches. Ach, ich hätte schneller sein müssen. Beim nächsten Mal... Es gibt kein nächstes Mal, jedenfalls fürs Erste nicht. Ihr Kinder geht ins Bett und ruht euch aus. Wir denken über eine Lösung nach. Ich bin kein Kind mehr,
protestierte Mia. Aber schließlich nickte sie doch. In Ordnung. Offenbar waren die Schmerzen und die Erschöpfung zu groß für lange Diskussionen. Jemand muss ja auf Leon aufpassen. Wo ist Leon überhaupt? Fragte Florian und sah sich im Wohnzimmer um, wo er ihn jedoch nicht entdecken konnte. Ich habe so eine Vermutung, sagte Katrin düster, als sie ein Knistern aus der Küche hörte und wollte direkt aufspringen. Bleib bei mir, ich hole ihn. Katrin nickte. Florians Plan erwies sich als leichter gesagt als getan, denn die klebrige Substanz hatte sich inzwischen so weit im Flur ausgebreitet, dass lediglich noch ein kleiner Korridor dorthin führte, von dem Florian vermutete, dass er mit Absicht offen gelassen wurde, damit er seine grausamen Opfer weiter erbringen konnte. Was er wohl noch von ihm wollte? Ein Arm? Ein Bein? Sein Geschlechtsteil? Florian wollte die Antwort eigentlich gar nicht wissen, allein schon, weil er sie früh genug erfahren würde. Gerade galt seine Sorge ohnehin seinem Stiefsohn, also zwängte er sich in den engen Korridor, der sogar so eng war, dass er sich nur seitlich darin bewegen konnte, und kaum, dass er das getan hatte, war ihm, als würde das Licht des Flurs bereits hinter ihm verblassen. Nein, begriff er, das ist keine Einbildung. Tatsächlich schloss sich die Öffnung des schmalen Ganges unmittelbar hinter ihm. Wie die Fäden eines durchgekauten Kaugummis begann die Substanz, den Eingang zu verschließen. Vom Panik ergriffen, schnappte sich Florian seinen Schlüsselbund und hieb auf die Fäden ein, die sich jedoch überhaupt nicht beeindruckt zeigten. Er schrie um Hilfe, aber weder Mia noch Katrin schien ihn zu hören oder hören zu wollen. Schließlich schloss sich der Eingang vollständig. Er war gefangen. Nach einigen Momenten fassungsloser Lähmung bewegte sich Florian weiter auf die Küche zu, deren Eingang ihm noch immer offen stand. Grund dafür, dass er weiterging, war weniger die Hoffnung auf einen Ausweg, den es von dort auch nicht geben würde, noch in erster Linie die Sorge um seinen Stiefsohn. Es war allein die nackte Angst vor dem, was ihn umgab. Denn während er still und fast gänzlich umgeben von der dunkelgrauen Masse an der Wand stand und in die klebrige Dunkelheit sah, deren Rand nur Zentimeter von seinem Gesicht entfernt war und deren brechreizerregender chemischer Duft ihn umhüllte, entdeckte er darin Dinge. Helle, kleine und dünne Objekte wie Dutzende weiße Irrlichter mit zarten, spinnenhaften Beinen, die irgendjemand in der Ferne entzündet hatte und die langsam auf ihn zukrochen. Und je länger er hinsah, desto detaillierter wurden sie, bekam Hände, Finger, Gesichter, Münder. Nicht, weil seine Sicht sich an sie gewöhnte, sondern weil sie näher kam. Weil sie ihn einkreisten, ihn nicht aus den Augen lassen würden, bis Florian rannte. Sofern man denn seitwärts rennen konnte. Und kurz bevor der Blick in die glotzenden, zerfurchten, neugierigen Gesichter ihm den Verstand rauben konnten, stürmte er in die Küche hinein. Was ihm dort begegnete, war allerdings kaum besser. Die Kühlschranktür und alle Schränke standen weit offen. Der Boden und die Arbeitsflächen waren übersät mit aufgerissenen Süßigkeitenpackungen, Kekspackungen, Joghurts, Backkonfitüre und geleerten Nutella-Gläsern. Alles, was nur ansatzweise süß gewesen war, war binnen dieser wenigen Minuten in Leons Mund verschwunden. Alles, bis auf eine verschüttete Kakaopfütze, die der Junge gerade vom staubigen Boden leckte. Der Junge war noch einmal deutlich, ja geradezu grotesk angeschwollen. Sein Körper sah jetzt aus, als hätte er seit 10 Jahren jeden Tag ein Wettessen bei einem Fastfoodladen veranstaltet. Seine Arme und Beine waren dicker als Florians Taille. Sein Körper füllte die halbe Küche aus und seine für einen kleinen, hageren Jungen gemachte Kleidung hing nur noch in Fetzen am Leib. Erschüttert von diesem Anblick beobachtete Florian, wie Leon die letzten staubigen Kakaotropfen aufleckte und sich dann zu ihm umwandte. Seine Augen und sein Mund verschwanden fast in den von dicken Adern durchzogenen Fettschichten in seinem Gesicht, und in diesen Augen kämpften Hunger, Trauer und Selbsthass einen erbarmungslosen Kampf. »Ich will noch mehr Süßes«, sagte Leon weinerlich, und zugleich vernahm Florian ein ungesagtes »Papa, hilf mir«. Du hast schon viel zu viel davon gegessen, Kleiner. Aber es ist Halloween, sagte Leon, der trotz seiner Leibesfülle überraschend wendig aufstand und dessen nicht nur dicker, sondern auch deutlich größerer Körper fast bis zur Decke reichte. Diesmal klangen seine Worte eher fordernd als bittend. Der Atem seines Stiefsohns stank durchdringend nach Zucker und verfaulten Zähnen. Wir haben nichts mehr. Leons Augen huschten suchend umher. Und als sich die Erkenntnis in ihm ausbreitete, dass sein Vater recht hatte, fing er an zu weinen und zu schluchzen.
Trotz der absurden Veränderung am Körper seines Stiefsohns war Florian von Mitleid ergriffen und spielte mit dem Gedanken, ihn in die Arme zu schließen, als plötzlich die Trauer in Leon versiegte und sein Blick auf die Bonbonmaschine fiel. »Du kannst mir welche machen«, sagte Leon und sein breiter, schwammiger Mund verzog sich zu einem gierigen Lächeln. »Du wirst mir welche machen!« Florians Brust gefror zu Eis. Es war eine Sache, ein spontanes Opfer zu bringen, aber von seinem eigenen Sohn dazu gezwungen zu werden, sich zu verstümmeln, war etwas völlig anderes. »Nein, das mache ich nicht, und es wäre auch gar nicht süß.« »Süßes Fleisch und süßes Blut tun leeren Kindermägen gut«, sang Leon mit einer dämonischen Stimme und mit einer böse verzerrten Fratze, bevor der alte, kindlich traurige Ausdruck in sein Gesicht zurückkehrte. Er ging einen Schritt auf Florian zu. Sein vierter Arm griff nach Florians Handgelenk und bekam es zu fassen. »Nein, das willst du mir nicht antun!« »Richtige Eltern sorgen für ihre Kinder. Oh ja, das tun sie!« Florian versuchte, sich aus Leons Griff herauszufinden, doch da dieser seine verstümmelte Hand gepackt hatte, die noch immer schmerzte, gelang es ihm nicht. »Nein, Leon, bitte, ich bin dein Vater«, flehte er, während er mit der anderen Hand nach seinem Sohn schlug, ohne dass dieser sich davon beeindrucken ließ. »Du bist mein Ernährer«, antwortete dieser mit einem zuckerverklebten Grinsen, rammte Florians Zeigefinger gegen seinen Willen in die Maschine, so fest, dass der Finger gestaucht wurde, und hielt ihn dort fest. Dann drehte er an der Kurbel und Florian brüllte. Während das Mahlwerk der übernatürlichen Maschine seinen Zeigefinger zerschredderte, krallte er sich mit der anderen Hand mit aller Macht in das weiche Fleisch seines Sohns, was diesen jedoch nicht dazu brachte, innezuhalten. Genauso wenig bewirkten seine Schreie um Hilfe oder Gnade. Zwar murmelte sein Sohn gelegentlich, »Es tut mir leid, Papa«, und wirkte dabei ernsthaft betrübt, aber sein Mitleid hielt ihn nicht von seinem grausamen Tun ab. Erst als Florians Finger mit einem letzten schlürfenden Geräusch von der Hand getrennt wurde und ein dickes, silbernes Bonbon aus der Maschine purzelte, auf das sich sein Sohn regelrecht stürzte, lockerte sich sein Griff und Florian war frei. Zumindest fürs Erste. Natürlich wusste er, dass sein nächster Finger und nach andere Körperteile an der Reihe wären, sobald sein Stiefsohn sich das Fingerbonbon einverleibt hatte. Also fasste er auf die Schnelle einen Plan, der ihm, wenn er Glück hatte, das Leben retten würde. Noch während Leon das Bonbon auswickelte, huschte er an ihm vorbei und holte sich ein großes Glas aus dem Schrank. Obwohl das nicht jedem leise geschah, beachtete ihn Leon nicht. Er hatte nur Augen für das aus seinem Fleisch gewonnene Bonbon, das er entgegen seiner kürzlich entwickelten Fressgewohnheiten fast ehrfurchtsvoll zum Mund führte. Diese Fixierung kam Florian gelegen. Er füllte das Glas bis zum Rand mit dem süßlichen Wasser, während sein Sohn genüsslich zu kauen begann. »Es ist so süß, Papa, so unbeschreiblich süß!« Florian verdrängte die Verzweiflung und den Brechreiz, die ihm bei seiner Äußerung überfallen wollten, stellte das Glas ab und löste den flexiblen Wasserhahn aus seiner Arretierung. Er wartete noch 1-2 Herzschläge ab, bis sein Sohn das Mahl beendet hatte und wieder hungrig auf ihn blickte. Dann rammte er den Wasserhahn in seinen Mund und drehte auf. Der schmerzerfüllte Schrei von Leon ließ Florian fürchten, dass er ihm die Schneidezähne gebrochen hatte. Und wahrscheinlich war das auch der Fall. Aber da bei Leon bereits wenige Augenblicke später mit einem seligen Gesichtsausdruck an dem verzauberten Wasserhahn saugte, wie einst an der Brust seiner Mutter, schien ihn das nicht mehr länger zu stören. Sein Bauch, seine Arme und sein ganzes Fleisch vibrierten in verzückten Wellenbewegungen, während die giftig süße Flüssigkeit in ihn hineinlief und seinen Körper weiter aufschwemmte. »Mein Gott, was habe ich getan?« flüsterte Florian zu sich selbst und schämte sich so sehr, dass er am liebsten hier geblieben wäre, um seinen verfluchten Sohn wenigstens bei seiner Martha Gesellschaft zu leisten. Aber er musste hier raus, wegen Katrin, Mia und wegen sich selbst. Sein Karma konnte ihn immer noch ereilen, wenn sein auf reinen Vermutungen basierender Plan fehlschlug. Das volle Glas mit der gesunden Hand fest umklammert, betrat er wieder die Engstelle, die bis auf den Eingang nach wie vor offen stand. Mit geschlossenen Augen, um nicht nach den kriechenden Gestalten Ausschau halten zu müssen, bewegte er sich voran. Erst als er nicht mehr weiterkam, öffnete er die Augen und war gelähmt vor Entsetzen, als er eine der Gestalten direkt vor sich sah. Das weißliche, wurmartige Maul weit aufgerissen, die von bösem Bewusstsein besäten Augen gebannt auf ihn stierend und die dünnen Strichhände zum Zugreifen erhoben.
Alles in Florian sagte ihm, dass er aufgeben sollte. Dass er keine Chance hätte und sein Leiden nicht unnötig verlängern sollte. Dass er stehen bleiben und den Tod umarmen sollte. Aber stattdessen hielt er den Atem an, gerade als der lange weiße Finger eisig auf seine Haut traf und schüttete die Flüssigkeit mit einem Stoßgebiet gegen die Kreatur, die zusammen mit der klebrigen Masse den Eingang versperrte. Die Flüssigkeit wirkte wie Säure. Schon bei der bloßen Berührung des süßen Wassers zuckte das Wesen zurück und zog sich in die Tiefen der dunklen Substanz zurück, die sich für einen Moment teilte wie das Rote Meer in der biblischen Erzählung. Florian überlegte nicht lange. Er rannte, und kurz bevor sich die Öffnung wieder schloss, stand er auf der anderen Seite. Schnell atmend und völlig erschöpft blickte er auf die süße graue Wand, die von außen kein Zeichen von ihren Bewohnern erkennen ließ. In ihm tobte das reinste emotionale Chaos. Er war verstümmelt und hatte seinen geliebten Stiefsohn dem üblen Wasser und diesen grässlichen Wesen überlassen, und zugleich hatte er den Zugang zu der Maschine verloren, die ihn zwar schon zweimal verstümmelt hatte, aber auch das Einzige war, dass irgendein Einfluss auf den Wahnsinn in diesem Haus zu haben schien. Andererseits lebte er und hatte vielleicht eine Möglichkeit gefunden, zu entkommen. »Ich hätte schon entkommen können«, flüsterte Florian leise zu sich selbst. »Ich hätte mir einen Weg durch die Haustür bahnen können.« Das stimmte. Auf der anderen Seite hätte er damit seine Familie zurückgelassen und sich auch nicht besser gefühlt. Aber immerhin hätte er mehr von dem süßlichen Wasser aus der Küche retten können. Dann hätten sie vielleicht sofort gemeinsam entkommen können. Es gibt noch das Bad und die Gästetoilette. Erstmal musste er aber nach Katrin und Mia sehen. Was ist mit dir passiert? Fragte Katrin den übel zugerichteten Florian. Sie saß neben mir auf der Couch, die sich trotz ihres erst kürzlich erlittenen Unfalls schon wieder angestrengt nach möglichen Fluchtwegen umsah, wie Florian an ihrem rastlosen Blick erkannte. Und wo ist Leon? Bevor den beiden Frauen unter die Augen getreten war, hatte Florian sich gut überlegt, welche Erklärung er ihnen bieten könnte. Die Wahrheit fiel natürlich auch als Option aus, da sie ihn viel zu schlecht dastehen lassen würde. Genauso wenig könnte er behaupten, dass alles gut wäre. Deshalb entschied er sich wie so oft für eine Halbwahrheit. Wir waren in der Küche gefangen. Dieses graue Zeug hat mich eingeschlossen und mir den Rückweg versperrt. Aber ich habe Leon gefunden. Der Arme war in keinem guten Zustand. Kein Wunder, er hat alles an Süßigkeiten in sich reingefressen, was wir hatten. Aber er lebt. Und mehr noch, ich habe ihm zur Flucht verholfen, indem ich dieser grauenhaften Maschine einen weiteren Finger geopfert habe. Ich weiß nicht, warum das diesmal funktioniert hat, aber durch mein Opfer hat sich ein Weg für ihn aufgetan, der direkt auf die Straße führte. Als ich ihm folgen wollte, hat sich die Lücke wieder geschlossen. Trotzdem, Leon ist frei. Unser Junge ist frei, Katrin, und er versprach, Hilfe zu holen. Doch Katrin wirkte nicht sonderlich begeistert. Verstehe ich das richtig? Unser 8-jähriger Sohn irrt da draußen krank, entkräftet, traumatisiert, schwer zuckersüchtig und völlig allein durch die Nachbarschaft. Was hätte ich denn tun sollen, ihn einfach hier lassen, wo... Wo der Tod auf ihn wartet, hatte Florian sagen wollen, aber er stellte fest, dass diese Botschaft auch ohne Worte ankam. Nein, natürlich nicht. Draußen ist es besser als hier, aber ich habe dennoch Angst um ihn. Was, wenn ihm etwas passiert oder wenn er zur Polizei geht und ihn von den Ereignissen in unserem Haus erzählt, denkst du, ernsthaft, sie würden ihm glauben? Ich weiß es nicht. Aber ich musste es einfach ausprobieren. Ich wusste ja nicht, dass ich Leon nicht folgen kann. Glaubt mir, ich mache mir genauso Sorgen um ihn wie ihr. Die Blicke von Mia und Katrin ließen offen, ob sie dieser Aussage Glauben schenkten. Florian spürte seit einiger Zeit ein schwer greifbares, wachsendes Misstrauen zwischen ihnen. Das war nicht so penetrant und offensichtlich war, wie der chemisch süße Gestank die Atmosphäre aber genauso vergiftete. »Wie bist du denn überhaupt aus der Küche entkommen?« wollte Mia wissen, und so langsam begriff Florian, dass seine zurechtgelegten Halbwahrheit gar nicht so glaubwürdig war, wie es ihm auf den ersten Blick erschienen war. »Ich habe das süße Wasser aus dem Wasserhahn in der Küche benutzt. Ich konnte Leon damit nicht durch die Wand folgen. Das habe ich vergeblich versucht, aber es kann dieses Zeug trotzdem zurückweichen lassen, ähnlich wie die Flüssigkeit, die Katrin in die Brust getroffen hatte. Und vielleicht, wenn wir nur genug davon benutzen, kommen wir sogar durch die Tür«, sagte Florian und präsentierte ein hoffnungsvolles Lächeln. »Gute Idee, aber leider kommen wir nicht in die Küche.« »Das muss nichts heißen«, entgegnete Mia, der Gedanke einer neuen Fluchtmöglichkeit offenbar sehr gefiel, beinahe euphorisch.
Wir haben es noch nicht überprüft, aber womöglich ist das Wasser im Bad ebenfalls geeignet. Wenn wir es in Eimer füllen und diesen ekligen Schleim damit bombardieren, könnten wir es tatsächlich schaffen und Leon finden, oder wir verwenden den Gartenschlauch. Mia wirkte dabei so optimistisch, dass es Florian Angst machte. Was, wenn sie nicht nur entkam, sondern dabei auch Leon zufällig wiederfanden? Florian fühlte sich miserabel bei dem Gedanken, genauso wie bei der Alternative. Sollte er wirklich darauf hoffen, dass sein Stiefsohn in der Küche gefangen bleiben und seinem Tod oder gar Schlimmeren überlassen werden würde? Schon allein aus Furcht vor der Antwort versuchte er, dieser Frage gar nicht genauer nachzugehen. Wasser! Nichts als verschissenes, klares Wasser! Rief Mia hysterisch und trat wütend gegen den Badezimmerschrank. In der Gästetoilette hatte sie es bereits vergeblich versucht. Wir sollten froh sein, dass wir hier noch etwas anderes zu trinken haben als dieses schreckliche Zeug, versuchte ihre Mutter, sie zu beruhigen. Was bringt uns das? Das kleine Loch in der Decke wird auf Dauer nicht ausreichen und das Zeug wird immer mehr. Sie wies auf die Masse im Flur, die sich entgegen ihrer Hoffnung weiter ausgebreitet hatte und nun schon bis ins Wohnzimmer hineinragte. Florian fragte sich, wann die unheimlich weißen Gestalten darin erscheinen würden. Erst wenn wir völlig umschlossen sind, gab er sich selbst die Antwort und fröstelte innerlich. Ich lass dich nicht gewinnen, du widerliche Schmocke, hörst du? Rief Mia kämpferisch. Dann rannte sie zur Vitrine, holte eine halbvolle Flasche Wodka daraus hervor und schleuderte sie in den süßen Schleim, wo sie wirkungslos zersplitterte. Doch Mia achtete gar nicht darauf. Sie fluchte und zeterte weiter und warf weitere Flaschen, bis ihr gesamter Alkoholvorrat auf dem Boden lag und ein Meer aus Splittern und Alkohol bildete, welcher von der Substanz hungrig aufgeschlürft wurde, die daraufhin noch einmal etwas wuchs. Toll, dann können wir uns unsere Lage nicht mal mehr schön saufen. Mia warf ihm einen vernichtenden Blick zu, ließ sich dann aber frustriert auf den Boden sinken. Ihre Augen waren jenseits aller Erschöpfung und von tiefen Schatten umgeben. Sie wirkte in diesem Moment fast wie eine uralte Frau. Wir sollten schlafen, schlug Katrin vor. Ihre Stimme war gebrochen, fast wie tot. Wir sind alle viel zu müde, um mit dieser Situation umzugehen, und im Schlafzimmer und in deinem Zimmer hat es sich noch nicht ausgebreitet. Sie sah zu Florian, mit fragendem Blick, wartete auf eine Antwort, auf ein Warum, auf eine Erklärung oder einen Ausweg und war doch zu müde, zu desillusioniert, um diese Frage zu stellen. Florian schenkte ihr keine Antwort, er nickte nur, denn er konnte der Versuchung, sein schlechtes Gewissen für ein paar Stunden auszublenden, nicht widerstehen. Trotz des Risikos. Kann sein, dass wir nicht wieder aufwachen, sagte Mia, während sie mit den glitzernden Scherben in dem kleinen Alkoholsee spielte. Und vielleicht wäre das das Beste. Unerwarteterweise erwachte Florian durch eine Nachricht auf seinem Handy. Vor dem Einschlafen hatte er Katrins Nähe gesucht, aber sie hatte sich sogar seiner Umarmung entzogen. Als er sie nach dem Grund dafür gefragt hatte, hatte sie auf den Horror ihrer Situation verwiesen und gesagt, dass ihr weder nach Kuscheln noch nach irgendetwas anderem zumute wäre. Doch Florian ahnte den wahren Grund. Sie und Mia vermuteten etwas, war er überzeugt. Sie vermuteten, dass ich ihnen etwas verschweige. Einmal hatte sie ihn noch angesehen, einmal stumm um seine volle Aufrichtigkeit angefleht, bevor sie sich eiskalt und unnahbar von ihm weggedreht hatte. Das hatte wehgetan. Doch er konnte ihr nicht die Wahrheit sagen, dann würde er sie und auch Mia ganz verlieren und was hätte er dann noch? Also hatten sie beide wortlos die Augen geschlossen und sich irgendwann im Schlaf verloren. Jetzt fühlte er sich weder besser noch ausgeruht und das lag nicht nur daran, dass es 4:30 Uhr nachts war. Verschlafen entsperrte er das Handy mit seiner gesunden Hand und blickte auf das Display und stellte fest, dass die Nachricht von der Überwachungskamera-App stammte. Offenbar hatte sie an der Tür eine Bewegung aufgezeichnet. Hatte sich jemand ihrem Haus genähert? Vielleicht Ben, der sich aus der Nähe an ihrem Leid erfreuen wollte? Oder vielleicht doch Nachbarn, die nach dem Rechten sehen wollten? Erfüllt von einer schwachen, aber immerhin vorhandenen Hoffnung, startete Florian das aufgezeichnete Video. Es zeigte weder Ben noch einen Nachbarn oder einen ihrer Freunde, sondern Mia. Seine Stieftochter stand direkt auf der Schwelle der geöffneten Tür. Jedoch war der Weg dorthin nicht wie durch Zauberhand frei geworden. Vielmehr befand sie sich inmitten der dunklen Substanz und lächelte.
als wäre sie eine Taucherin, die auf dem Meeresboden herumlief, bewegte sie sich langsam durch die schwarzgraue Substanz, die Augen geweitet in ekstatischer Faszination und schien irgendwie darin atmen zu können. Florian starrte wie gebannt auf den Bildschirm. Er wusste, dass sich das hier erst vor wenigen Minuten ereignet hatte, dass er sofort zur Haustür rennen und Mia vielleicht noch retten könnte. Aber die schreckliche Anmut dieser Szene war einfach zu fesselnd. Er musste einfach dabei zusehen, wie Mia die Schwelle überschritt. Und zwar nicht aus dem Haus heraus und in die Freiheit, sondern in eine klebrig-süße Anderswelt anthrazitfarbener Leere schritt, die sich überall am Horizont erstreckte. Florian fragte sich, was sie dazu bewogen hatte. Hatte sie anfangs gedacht, einen Fluchtweg gefunden zu haben? Hatte sie allem ein Ende machen wollen? Oder hatte sie irgendeine übernatürliche Verlockung hierher geführt? Fast als würden Mias Gedanken seine eigenen spiegeln, hielt sie inne und drehte sich noch einmal zur Kamera um. In ihren Augen lag Zweifel, Zögern, Bedauern womöglich. Doch noch bevor sie auf die Idee kommen könnte, sich ihren Weg ins Haus zurückkämpfen konnte, unabhängig davon, ob ihr das noch möglich war oder nicht, schien sie irgendetwas zu hören. Ihr Kopf ruckte wieder in die Richtung der grauen Weite und sie begann zu laufen. Ja, regelrecht zu rennen. Zunächst konnte Florian nur erahnen, was sie dazu bewogen hatte, doch kurz bevor sie den Aufnahmebereich der Überwachungskamera verließ, sah die Arme einer zierlichen weißen Gestalt und einen grinsenden, dünnen Mund. Dann war die Aufnahme zu Ende und Florian lag wie erstarrt in seinem Bett. Doch seine Lähmung hielt nur kurz an. Nun, da die Aufnahme beendet war, hielt ihn nichts mehr davon ab, seiner Stieftochter nachzugehen, nicht einmal die Aussichtslosigkeit seines Handelns. Er hatte wahrscheinlich schon Leon verloren. Er durfte Mia nicht auch noch verlieren. Also sprang er aus dem Bett, rannte zur Tür und riss sie auf. Ein platschendes Geräusch erklang, als sich die klebrige, chemisch riechende Masse durch die Tür quetschte und alle Aussichten auf eine Rettung von Mia mit einem Schlag zunichte machte. Florian begann zu weinen. Er war mit den Nerven völlig am Ende. In seiner Verzweiflung versuchte er sogar, es Mia gleich zu tun und den Weg durch die ekelhafte Substanz zu gehen. Doch selbst als er sich mit seinem gesunden Körper dagegen warf, wies sie ihn zurück. Sie wollte ihn nicht. Niemand wollte ihn. Den Lügner, Mörder und schmierigen Selbstbetrüger, der er war. Oder zumindest noch nicht. Die dünnen Wanderer würden ihn holen, da war er sich sicher. Aber noch nicht jetzt, erst wenn es keinen Ausweg und nicht mal mehr den kleinsten Rückzugsort für ihn gab. Wenn er ihren Blicken, Mündern und Griffen hilflos ausgeliefert wäre. Deprimiert und verängstigt stolperte er zurück und bemerkte erst jetzt, wie schlecht die Luft in den wenig verbliebenen Quadratmetern Schlafzimmern geworden war. Sie bestand nur noch aus klebrigem Gestank, Kohlendioxid und einem milchigen Vorrat an Sauerstoff, der so schnell verschwand wie seine Hoffnung. Aber er würde nicht ersticken. Davon war er überzeugt. So einfach würde sein Ende nicht sein. Florian schleppte sich zurück ins Bett, brachte so viel Distanz wie nur möglich zwischen sich und die vorrückende Masse. Weinend zog er die Beine an den Körper und versuchte, sich selbst Trost zu schenken, der jedoch so schal und schmierig schmeckte, wie der klebrige Schleim, der ihn umgab. »Ben, was willst du von mir?« schrie er aus Leibeskräften. »Was zur Hölle soll ich tun? Wie kann ich alles wieder gut machen?« Neben sich hörte er ein Murmeln, ein wisperndes, gehauchtes Wort. Seine erste Vermutung war, dass sie von Katrin kommen könnte, aber ihre Bettseite war leer, was ihn erst in diesem Augenblick auffiel. Auch ihre Decke fehlte. Dann hörte er das Wispern erneut. Es trug Worte und die Stimme gehörte eindeutig Katrin. Er beugte sich über das Bett und fand sie. Sie lebte noch, gerade noch, doch sie war kaum mehr als ein sprechendes Skelett. Der Körper unendlich dürr, die Haut aschfahl und alt, mit grauen, strohtrockenen Haaren und Augen so blind und verschrumpelt wie Rosinen. An ihrem Körper klebte die graue Substanz. Sie hielt sie fest, pumpte sie aus und verlief in adergleichen Bahnen über Wände und Decke bis zur Tür. »Schatz, was ist mit dir passiert?« ächzte Florian, dessen Körper zugleich von Traurigkeit und Übelkeit geschüttelt wurde. Beide forderten ihren Tribut. Nach einigen warmen Tränen wurde Katrins staubtrockener Körper übergossen mit ebenso warm erbrochenen, das fast so ekelhaft süßlich stank wie die allgegenwärtige Masse. Florian ekelte sich bis ins Mark, doch nicht vor der Kotze, sondern vor sich selbst.
Oh, und wie er sich ekelte. Wie hypnotisiert blickte er auf seine besudelte, halbtote Frau. Sie bewegte ihre Lippen ein weiteres Mal. Ein paar Tropfen dickes Blut rannen daraus hervor. Kostbare Überreste einer rar gewordenen Ressource. Florian brachte sein Ohr ganz nah an ihre Lippen. »Sag endlich die Wahrheit«, stieß sie schwach, aber bestimmt hervor. Dann erstarb ihr Atem und mit einem letzten Ausatmen beförderte sie hustend ein kleines schleimbedecktes Bonbon aus ihrem Mund. Es war dasselbe Bonbon, das Florian in den Müll geworfen und das später auf der Maschine gesteckt hatte. Das Bonbon, welches ihm Ben gegeben hatte. Er betrachtete es einen gedehnten Moment lang, dann wickelte er es aus, legte es auf die Zunge und schmeckte das chemische, bittersüße Aroma, das zu gleichen Teilen nach Kirmes und Krankenhaus schmeckte. Einen Augenblick lang hielt er den widerlichen Geschmack aus. Dann schluckte er es herunter und kaum, dass es in seinen Magen gelangte, begannen die Krämpfe. Grauenhafte Krämpfe, die sich anfühlten, als würden seine Gedärme mit einer rostigen Zange gequetscht. Florian spürte, wie sich Gase in seiner Bauchhöhle und in seinem Darm bildeten, sich aufbauten und ihn aufblähten, bis er dachte, er müsse platzen. Dann, endlich, kam die Erlösung. Ein Teil der Gase entleerte sich zusammen mit seinem restlichen Darminhalt auf dem Bett in einer lautstarken, feuchten Blähung. Der Rest kroch seine Kehle hoch und begann als saures Aufstoßen, vermischte sich jedoch auf seinem Weg mit allen Schmerzen, allem Selbsthass, all dem jahrelangen Schweigen zu einem wortreichen, befreienden Schrei. »Ich war es! Ich habe Paul getötet! Ohne mich und meine grauenhafte Tat, ohne die vergifteten Süßigkeiten würde er noch leben. Ich habe ihm schaden wollen, ihn und die anderen Kinder leiden lassen wollen mit voller Absicht, weil ich sie gehasst habe, weil ich das Leben gehasst hatte. Jetzt ist er tot und ich bin schuld daran, ich, nur ich allein.« Als sich seine Wahrnehmung wieder normalisierte, war es noch immer Nachmittag. Und Florian hatte nach wie vor den bittersüßen Geschmack des Bonbons im Mund. Es war vergiftet gewesen, das spürte er. Aber anders als die Süßigkeiten, die er diesen armen Kindern vor vielen Jahren gegeben hatte, hatte das Gift ihn körperlich kaum beeinträchtigt. Doch was es mit seinem Kopf angestellt hatte, holy shit. Auch ohne sich umzudrehen, spürte er die urteilenden Blicke von Mia, Katrin und Leon in seinem Rücken. Sie hatten alles mit angehört, was er gesagt hatte. Sie waren entsetzt, fassungslos, enttäuscht und verwirrt. So sehr, dass nur Schweigen ihre Gefühle zum Ausdruck bringen konnte. Aber sie waren auch gesund und unverletzt und das war unbezahlbar. »Danke«, sagte Ben mit einem fast freundlichen Lächeln zu ihm. »Die Wahrheit war alles, was ich wollte. Ich hätte sie mir schon damals gewünscht, dann wäre das alles nicht nötig gewesen.« »Ich wollte einen Neuanfang«, sagte Florian mehr feststellend als verteidigend. Alles Kämpferische war von ihm abgefallen und er fühlte sich nur noch unendlich erschöpft. »Den baut man nicht auf Lügen und Geheimnissen auf«, sagte Ben. Sein Gesicht drückte weder Hass noch Genugtuung aus, nur Erleichterung. Erleichterung über eine Wunde, die jetzt vielleicht endlich heilen konnte. »Dein Leben war ein gestohlenes Leben.« »Wie hast du...« fragte Florian und sah auf das leere Bonbonpapier. »Es gibt auf dieser Welt mitfühlende Seelen, die anderen helfen, alte Wunden zu heilen. Man muss sie nur finden. Und bei Gott, ich habe lange gesucht. All die Jahre über, ohne Rücksicht auf mich selbst und wahrscheinlich auf Kosten meiner Zukunft. Ich habe keinen Schulabschluss, keine Ausbildung. Ich hatte nur meine Mission und schließlich diese eine besondere Süßigkeit.« Florian fröstelte. Noch ein Leben, das er ruiniert hatte. »Es funktioniert nur an Halloween, weißt du? Nicht, weil du Paul an diesem Tag getötet hast, sondern weil es die Zeit ist, in der Verborgenes ans Licht kommt. In der unterdrückten Emotionen und Geheimnisse ihren Weg aus dem Dunkel suchen. Du hättest das Bonbon nicht essen müssen, aber du hast es getan, weil ein Teil von dir Klarheit wollte. Doch das ist nur der erste Schritt. Wirst du auch den nächsten gehen?« fragte Ben und sah Florian bittend, nein, flehend an. Wieder fühlte sich Florian mächtig, so mächtig wie damals, als er die gefährliche Mischung hergestellt hatte. Doch anders als damals kotzte diese Macht ihn an. »Ja, es wird Zeit. Wir gehen zur Polizei, ich werde alles erzählen, jedes Detail«, sagte Florian und Bens Miene hellte sich wieder etwas auf. Dann drehte er sich zu seiner Familie um.
Katrin sah vor allem enttäuscht und verletzt aus. Ihre Lippen bebten vor unterdrückter Wut. Mia hatte ihren besten What-the-fuck-Ausdruck aufgesetzt, der wohl schon bald ebenfalls in rechtschaffenen Zorn umschlagen würde. Womöglich würde sie sich ein Bild von ihm ausdrucken, um ihre Wut daran auszulassen. Leon sah ihn vor allem verständnislos an. Um ihn tat es ihnen am meisten leid, auch weil ihn seinen abgefahrenen magischen Drogentrip so im Stich gelassen hatte. Er fragte sich, was das über ihn und seine vermeintliche Besserung aussagte, und anders als sonst wollte er diese Frage für sich klären. Doch wie immer die Antwort lauten mochte. Er wollte dem Kleinen das, was auf seinem Geständnis folgen würde, nicht antun, wollte ihn nicht auch noch in der Wirklichkeit im Stich lassen, wollte ihm lieber sein Kostüm reparieren, so wie er es versprochen hatte, damit er nächstes Jahr ein schöneres Halloween haben würde. Aber es gab Dinge, die getan werden mussten. »Ihr kanntet mich nicht«, sagte er zum Abschied zu seiner Familie. »Nicht wirklich, und das tut mir unendlich leid. Aber vielleicht bietet sich die Gelegenheit, einander neu kennenzulernen, ohne Lügen, ohne Geheimnisse.« Dann winkte er noch einmal traurig, ohne dass diese Geste erwidert wurde, und bog zusammen mit Ben auf die Straße ein, die zum nächsten Polizeirevier führen würde. Vorbei an hell erleuchteten und mit freundlichen Gespenstern grinsenden Untoten oder knuffigen Spinnen und geschmückten Häusern, in denen andere Familien, Paare oder Freundeskreise ihre echte oder falsche Harmonie lebten. Und in denen vielleicht, nur vielleicht, ein anderer verbitterter Mann sich am Elend anderer erfreute. »Du weißt, dass sie dich wahrscheinlich verlassen werden«, sagte Ben ungeschönt. Florian nickte. »Ich weiß, aber es ist besser, für die Wahrheit gehasst, als für die Lüge geliebt zu werden.« »Schöner Spruch. Du solltest ihn dir an deine Zellenwand schreiben.« Florian lachte und Ben lachte mit ihm. Es war kein fröhliches Lachen und auch kein Lachen unter Freunden, natürlich nicht. Aber es war auch das Lachen von Männern, die den Geistern ihrer Vergangenheit die Macht entrissen hatten. Und das war wohl das Beste, was man zu Halloween tun konnte.